Hallo und herzlich willkommen zum SDP 22, Episode 4, glaube ich. Wir machen heute wieder Programmieren und coole Dinge und ganz schwere Sachen und deswegen hören wir alle ganz gespannt zu und machen genau das nach beim Programmieren in der Anwendung. Sieht man eigentlich schon hier. Wechseln wir direkt mal. So, ich habe hier die Demo wieder aufgemacht. Ich habe letztes Mal erzählt, bevor man weggeht, bevor man vom Bus überfahren wird, muss man pushen. Was habe ich natürlich nicht gemacht? Gepusht. Deswegen hole ich das jetzt direkt mal nach. So, wir machen heute mal zum Anfang ein bisschen GitHub-Kram nochmal. Und zwar machen wir nochmal einen Pull-Request. Ah, das ist ja super vorbereitet hier. So. Da ist, diesmal werde ich aber meinen Assistenten Max bitten, diesen Pull-Request zu erstellen, weil ich dann den mal ordentlich reviewen kann. Ja, wollte ich mal überraschen, ob du so spontan irgendwas machen kannst auf GitHub. Das muss man im Schlaf können, habe ich letztes Mal schon gesagt. Also er legt jetzt einen Pull-Request an und sobald er das gemacht hat, werde ich den erstmal reviewen. Dann zeige ich euch mal, wie das geht, inklusive Review-Kommentare. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter, weil ich will heute noch mal so ein bisschen den erweiterten Workflow mit den Pull-Requests zeigen. Ah, er lässt sich aber Zeit hier. Wo sind eigentlich eure Kameras alle? Hier, ich sehe nur 4 Leute und 2 davon sind von uns, also los, los. Jetzt mache ich meine aus, inklusive meinen Bildschirmübertragung. So, da sind ein paar mehr Kameras, super. Login implemented. Jetzt mal ein bisschen größer machen hier. Also Max hat jetzt einen Pull-Request erstellt. Er hat jetzt das Login implementiert. Eigentlich habe ich das ja gemacht, aber er hat sich das anrechnen lassen, eiskalt. Ich werde ihn jetzt mir angucken, diesen Pull-Request. Bin hier auf Files Change gegangen und hier sehe ich jetzt seine ganzen Änderungen. Ich würde jetzt hier sagen, sieht ganz okay aus eigentlich, was er da gemacht hat. Kann man so durchgehen lassen. Ja, hier sind ein paar leere Methoden, naja, gut. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel einen Kommentar anlegen. Ich habe das jetzt hier markiert. Wenn man hier so auf dieses Plus drückt und dann so ein bisschen zieht, dann kann man mehrere Zeilen auswählen für einen Kommentar. Und hier kann ich jetzt hinschreiben, could be inlined. So, dann Start Review. Und dann ist das vorgemerkt, dieser Kommentar, deswegen steht hier Pending. Wenn man dann irgendwann fertig ist, geht man hier auf Finish und hier kann ich jetzt, weil ich den diesmal selber nicht erstellt habe, diesen Pull Request, kann ich jetzt approven oder Änderungen anfragen. Ich werde ihn jetzt mal approven und wir machen jetzt mal noch nichts damit. Also Max sieht jetzt auf jeden Fall hier das gleiche, wie ich sehe. Der könnte jetzt hier mal kommentieren, mach das doch mal. Also wir stellen uns jetzt vor, ich bin hier der Scrum Master und er ist der Developer gewesen und er würde jetzt zum Beispiel nochmal eine Nachfrage machen, was ich damit meine, dass das geändert werden kann. Und das kann man hier halt in den Kommentaren machen. Ich muss jetzt nicht so viel schreiben. So. Hast du das schon abgesteckt? Man muss hier immer mal Reload machen, die Oberfläche von GitHub ist dann noch nicht so dynamisch. Genau, und dann schreibt er irgendwas und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch eine Reaction oder sowas machen. Also da seid ihr eigentlich frei, wie ihr das genau regelt. Hauptsache wichtig ist eben, dass die SMs immer schön sich angucken, was die Developer gemacht haben und dann da ihre Kommentare zu abgeben. Okay, während der jetzt offen ist, will ich was anderes machen. Und zwar stellen wir uns jetzt vor, ich bin jetzt ein anderer Entwickler und möchte jetzt zeitgleich, wie dieses Login implementiert wurde, das Register machen. Dafür wechsle ich erstmal in den Master Branch. Ihr müsst euch ja vorstellen, normalerweise, wenn der das noch nicht gepusht hat, der andere Entwickler, der das Login gemacht hat, dann gibt es auch diesen Login Branch noch nicht auf dem auf GitHub. Deswegen haben die auch die anderen Entwickler das nicht. Also die starten logischerweise im Master. Jetzt ist natürlich hier dieser Controller weg. Ich lege jetzt aber einen neuen an. Wir wollen uns ja vorstellen, dass der andere Entwickler jetzt auch quasi von null oder zumindest nur mit dieser App startet. So, diesmal mache ich das, die Registrierung mit einer FXML, damit ihr das auch mal gesehen habt. Und die ziehe ich mir von hier drüben, kopiere ich mir die jetzt.
nehme dich hier rein in einen Ordner Views. Ich kann die mal öffnen. Hier kann man das im Scene Builder öffnen mit IntelliJ. Ich hoffe, oh, das geht. Ja, da ist er. Ich habe hier auch ein super rudimentäres Register angelegt. Das könnt ihr dann natürlich selber gestalten. Also ich habe das jetzt vorbereitet gehabt, damit es schneller geht. Hier sind überall diese, auch diese Textfelder. Ich habe denen jetzt überall eine ID gegeben und das ist sehr wichtig. Die befindet sich hier unter Code und hier steht diese FX-ID. Ups, jetzt habe ich die Doku aufgemacht. Die habe ich überall hinzugefügt und ihr seht auch gleich warum. Genauso habe ich bei diesem Button hier eine Action definiert, nämlich Register. Und auch das zeige ich euch gleich, warum ich das gemacht habe. Mehr muss man eigentlich hier nicht zu sagen. Ach genau, eine Sache noch. Hier habe ich auch einen Controller definiert. Das haben wir bisher noch nicht so gemacht. Das ist jetzt so ein bisschen Teil von dieser Architektur, die ich mir ausgedacht habe. Hier werden die Controller in der FXML schon angegeben. Das hat eigentlich nur einen einzigen Grund, nämlich dass ihr dann Autovervollständigung und diese Features von IntelliJ benutzen könnt, die das überprüfen können. Also so richtig benutzen wir hier diesen Controller nicht, aber wichtig, der muss halt angegeben werden, inklusive das ganze Package. So, das ist habe ich halt abgespeichert. Hier liegt die Datei, die kann man sich, FXML sind ja auch nur XML-Dateien, die kann man sich also hier auch in Plaintext angucken. Jetzt sagt er hier schon, okay, die Controller-Klasse, die gibt es noch gar nicht. Da kann ich schon mal hier Create Class machen, also auch wieder mit Alt-Enter. Dann wähle ich natürlich den Java-Ordner aus, weil das ja eine Java-Datei ist. Und mache hier wieder den Standard-Kram mit dem Controller. Hat er sich das wieder nicht gemerkt, dass ich die Klassen mag. So, und auch das hier mache ich wieder. In dem Register passieren jetzt ganz wilde Dinge. Und zwar sehe ich jetzt hier schon wieder über, ich habe ja schon mal was zu den Warnings erzählt und wie ich die überhaupt nicht leiden kann. Und hier, das sind natürlich auch Warnings. Die kann man aber hier ganz einfach fixen, indem ich hier hingehe und halt Enter drücke. Und jetzt schlägt er mir hier schon vor, ein Field zu erstellen, also eine Klassenvariable. So, da ist die. Super. Ich musste jetzt hier nicht irgendwas eingeben, ich musste nur Alt-Enter drücken und ich, vor allem das Wichtige dabei ist, ich konnte mich nicht vertippen. Also ich hatte gar keine Möglichkeit, mich dabei zu vertippen. Deswegen zeige ich euch das auch, weil in PM ist uns aufgefallen, dass da immer wieder Fehler entstehen, wenn man sich hier mit diesen IDs vertippt. Und wenn man das auf diese Weise macht, dann kann das eigentlich gar nicht passieren, weil man die ja nicht nochmal abtippen muss. Und auch hier bei der Methode kann ich jetzt mit Alt-Enter die anlegen. Hier ist es sogar mal rot und nicht gelb. Und zwar so. Und jetzt legt er mir die auch schon direkt in dem richtigen, also mit dem richtigen Parameter an, die die auch braucht. Das nenne ich jetzt mal Event. Um das zu überprüfen, dass das auch immer noch richtig ist. Also man sieht jetzt hier schon, das ist so ein bisschen verknüpft. Wenn ich da drauf drücke, lande ich hier. Und wenn ich hier drauf drücke, lande ich hier. Also das ist auch ziemlich cool. Damit das wirklich abgesichert ist, dass das überall auf diese richtigen Sachen verweist, benutze ich hier eine Annotation, die heißt FXML. Außerdem brauche ich die, glaube ich, auch, um diese Sachen gleich zu binden, wenn ich das die FXML lade. Und deswegen schreibe ich die jetzt hier hin. Jetzt benutze ich auch wieder ein ziemlich cooles Feature von IntelliJ. Ich habe keinen Bock, jetzt viermal die gleichen Mist zu tippen. Man kann in IntelliJ mehrere Cursor anlegen. Das ist eigentlich voll der krasse Scheiß. Man kann hier halt an mehreren Stellen gleichzeitig im gleichen Dokument irgendwas eingeben und bearbeiten. Außer man macht sowas hier. Ich will natürlich das Zeichen. So, und schon habe ich überall die Annotation hinzugefügt. Ziemlich cool eigentlich. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Jetzt brauche ich natürlich noch den Code, der diese FXML lädt. Die ist jetzt noch nicht automatisch eingelesen. Das muss ich mir kurz mal hier rauskopieren. Und zwar geht das mit dem FXML-Loader. So, da nehmen wir einfach mal das. Und das machen wir in die Render-Methode. Also, wir nehmen den FXML-Loader, dem übergeben wir wieder eine Ressource, diesmal tatsächlich in Form einer URL, also deswegen fehlt hier hinten das ToString, wie wir das aus dem Icon gesehen hatten. Diesmal ist es eine URL. An der Stelle kann ich nochmal was zu dem GetResource erklären. Also dieses GetResource, das nimmt die Ressourcen nicht von irgendwo her, sondern das löst die auf anhand von dem Ordner, wo die Klasse drin ist, von dem ich das mir besorgen will. Also das Main hier ist ja im Ordner, in dem Package der Ionic heißt Pioneers. Und ich hatte damals auch dieses Icon mit GetResource gemacht. Und da musste ich auch nichts dazu schreiben. Diese FXML-Datei liegt aber jetzt in einem Unterordner davon, nämlich Views. Deswegen muss ich das hier einfach davor schreiben.
Also das ist so ein bisschen so eine relative Auflösung, relativ zu dem Ordner, wo sich die Klasse befindet. Wenn man eine absolute Auflösung haben will, also da angefangen, wo der Ressourcenordner ist, dann macht man da noch einen Slash davor. Es gibt, glaube ich, wenige Gründe, warum ihr irgendwelche Ressourcen ablegen solltet, die nicht in dem Package noch drin liegen. Deswegen lasst das einfach sein. Also macht das immer so schön und dann passt das schon. Dann habe ich hier so eine Wüste-Voodoo-Zeile, die ich eigentlich gar nicht so ganz genau euch erklären möchte. Die ist einfach nur dafür da, dass ich diesen Mechanismus von dem FXML-Loader angehe, dass er diese Controller anlegt. Normalerweise, wenn man hier diesen Controller angibt, dann wird davon immer eine Instanz erzeugt. Und die kann man sich dann hier mit Loader Get Controller holen. Ich will das aber nicht, weil ich habe ja schon eine Instanz vom Register Controller. Ich bin ja schon in der Render-Methode drin und this ist ja schon der Register Controller. Deswegen überschreibe ich hier diese Methode, die normalerweise dafür zuständig ist, die Instanz anzulegen und gebe da einfach nur this zurück. So, dann muss man hier noch kurz dieses Load machen. Und wenn da irgendwie eine Exception auftritt, man muss hier dieses Try-Catch benutzen, weil das halt angegeben ist, dass das eine werfen kann, dann gibt man halt einen Halt zurück. Eigentlich ist das sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Falls es passiert, dann habt ihr irgendwas ganz, ganz falsch gemacht. Das kann passieren, glaube ich, wenn ihr die Ressourcen über Dateien ladet. Aber wenn ihr das so macht, wie ich das hier gemacht habe, ist das eigentlich unwahrscheinlich, außer ihr habt euch hier vertippt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Jetzt mache ich hier Return Parent. Und die Methode behalte ich mir einfach mal bei. Ich kann mir jetzt mal angucken, was jetzt passiert ist danach mit Print. Zum Beispiel würde ich mich jetzt mal interessieren, ich habe ja eigentlich versucht, hier diese ganzen Felder und so zu binden über die FXML. Und ich hoffe ja, dass da jetzt was drin steht. Nämlich, es gibt normalerweise die Möglichkeit, könnte ich jetzt hier mit Parent Lookup oder so, könnte ich mir nach diesem Selektor hier suchen. Also zum Beispiel Username Input. So haben wir das in PM gemacht. Das finde ich aber blöd. Weil aus dem einfachen Grund, wenn ich jetzt das hier umbenenne oder das in der FXML umbenenne, dann wird das hier nicht umbenannt und dann kriege ich hier eine Null-Pointer-Exception. Oder genau genommen, wenn ich da das dann benutzen will, ist das null. Finde ich kacke, deswegen machen wir das anders. Ich gebe mir jetzt einfach mal hier diesen Username-Input aus und gucke, was da drin steht. Damit ich den ganzen Register testen kann, muss ich natürlich in die App gehen und hier wieder das machen, was wir letztes Mal schon mit dem Login gemacht haben, nämlich New Register Controller anzeigen. So, da oben sagt er mir, das geht nicht. Ich probiere es einfach nochmal hier rüber. Ja, danke, IntelliJ. Wenn sowas kommt, müsst ihr halt gucken, was da passiert. Wenn dieser Fehler genau kommt, den ich gerade hatte, müsst ihr hier irgendwie das Modul nochmal auswählen. Keine Ahnung, warum IntelliJ das macht, finde ich nervig, aber passiert halt manchmal. Ich muss jetzt hier einen Breakpoint weg. Jetzt will er das überhaupt gar nicht mehr machen. Jetzt kommt's. Hier ist jetzt mein Register aufgetaucht. Und in meiner Konsole seht ihr, steht dieses Username-Input. Also das ist nicht null, das ist irgendein Textfield, hat eine ID, es hat sogar eine Style-Class aus Gründen und mehr hat das im Moment nicht. Ich könnte mir hier auch das Label ausgeben, da würde da halt noch das drin stehen, was hier oben drin steht, also Username. Es ging mir nur darum zu zeigen, das wird gebunden, das wird irgendwie gesetzt. Ihr müsst da nicht viel für tun. Diese Klassenvariablen werden automatisch zugewiesen durch diesen FXML-Loader. Okay, wie geht's weiter im Text? Mal gucken. Die On-Action, genau. Auch das hier wurde jetzt implementiert oder gebunden. Wir können jetzt hier mal auch ein Sysout hinzufügen. Wie würde ich jetzt hier an die Username und Passwort kommen? Da kann ich natürlich auf dieses Textfield und das Passwort-Input-Field zugreifen. Also String Username gleich Username Input Text und das gleiche mit dem Passwort. Und diesmal sparen wir uns das Maskieren. Starten das natürlich neu. Und wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe, dann gibt er das in der Konsole aus. Also auf diese Weise kommt man jetzt auf die eingegebenen Daten ran. Okay, jetzt machen wir wieder weiter. Wir wollen natürlich nicht nur irgendwas in die Konsole ausgeben, wir brauchen wieder einen Service. Also legen wir hier eine Klasse an. Das nenne ich diesmal User Service.
Diese Services orientieren sich an der Server-Doku. Die machen wir mal kurz auf. Ah, Mist. So. Hier gibt es so Kategorien, also Authentication, es gibt Users, es gibt Groups. Ungefähr danach mache ich auch meine Services. Also dann hat so jeder Service vielleicht am Ende so 4, 5 Methoden. Das ist in Ordnung. Dann habt ihr nicht zu viel Code in einer Klasse, das ist immer schlecht. Ihr habt ja alle Clean Code gelesen, da steht irgendwo drin, dass man eine Klasse nicht länger als 200 Zeilen oder so machen soll. Und wenn man nur 4 Methoden hat, kommt man schwierig an dieses Limit ran. So, hier will ich wieder eine Register-Methode haben. Jetzt ist wieder wichtig, diese Register-Methode, die bekommt keine Text-Fields übergeben, die bekommt keine anderen sonstigen JavaFX-Sachen übergeben, sondern die bekommt wieder Username und Passwort. Vielleicht jetzt noch einen Avatar, das gibt es ja auch in der Server-Doku, aber den will ich jetzt nicht haben. Hier mache ich jetzt aber auch wieder diesen Spaß rein, weil ich das ja noch nicht implementiere. Und jetzt mache ich hier oben wieder, also das ist exakt das gleiche, was wir letztes Mal gemacht haben, nur diesmal für Register statt Login. Register Controller, User Service, so, Bind to Fields, weil ich so faul bin. Ah, das ist jetzt komisch geworden, das will ich natürlich hier unten haben. Es gibt übrigens in IntelliJ so einen Shortcut, da kann man so ganze Blöcke von Sachen verschieben, das mit Steuerung Shift Pfeiltaste. Diese ganzen Shortcuts sind immer dafür da, dass man Steuerung C und Steuerung V vermeiden kann. Und eigentlich mein bester Rat für euch, wenn ihr euch irgendwelche Tasten aus der Tastatur reißen wollt, dann nehmt Steuerung C. Weil immer wenn man mit Steuerung C programmiert, dann passieren irgendwelche dummen Dinge. Also es ist besser, als die Sachen nochmal abzutippen, wenn man dann immer Typos macht. Aber Steuerung C generell, vor allem wenn man dann Steuerung C macht und nicht Steuerung X, dann gehen immer irgendwelche Dinge schief. Oder dann macht man immer blöden Code, der verdoppelt ist und das kann ich nicht leiden. So, hier User Service, das wollen wir auch nicht mehr haben. Diese Logik muss natürlich, oder Logik in Anführungsstrichen, muss natürlich bleiben. Das brauchen wir ja immer noch. Es gibt ja immer noch diese Inputs. Jetzt mache ich wieder User Service Register, Username und Passwort. Okay, soweit so einfach. Ja, okay, gut. Das haben wir schon. Im App-Start haben wir das auch. Oh, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den UI-Internals von JavaFX. Ich möchte in diesem Register hatte ich ja schon ein, was ist meine Maus hier, hatte ich ja schon ein doppeltes Passwortfeld, also für Repeat Passwort. Ich möchte jetzt euch mal zeigen, wie man das richtig leicht hinbekommt, dass man leicht in dem Sinne in richtig wenig Code eher gesagt, wie man das hinbekommt, dass man ja, so Eingaben zum Beispiel überprüft. Zum Beispiel wurde da beides mal das gleiche eingegeben. Und wenn das nicht der Fall ist, möchte ich gerne den Button ausgrauen und ein Label anzeigen, wo steht, dass ich das falsch gemacht habe. Und das mache ich jetzt mal auch mal eben schnell. Dafür brauche ich aber, glaube ich, dafür brauche ich das nicht. Es gibt hier ein Error-Label. Wo kommt das eigentlich her? Keine Ahnung. Ich brauche ein Error-Label. Nochmal in dem hier. Hier ist das Error-Label. Dieses Label hat keine ID, die füge ich mal hinzu. Error-Label. Auch hier kommt wieder die Warning, dass es das nicht gibt. Also mache ich auch wieder das hier. Hier schreibe ich jetzt noch schnell FXML davor. Und dann habe ich ein Error-Label. Also auch eigentlich ziemlich easy. Genau das gleiche, was ich jetzt hier in der FXML gemacht habe, also diese FX-ID hinzufügen, geht auch im Scene-Builder. Habe ich jetzt hier gemacht, weil es schneller geht. So, jetzt möchte ich gerne Folgendes machen. An dieser Stelle hier, wo jetzt mein Cursor ist, sind diese ganzen Sachen gesetzt, also geladen. Hier kann ich jetzt so Dinge machen wie ein Binding anlegen. Oh, was ist denn jetzt ein Binding? JavaFX hat eine ganze große Library für Reactive UI Programming, also eine Art, wie man deklarativ mehr oder weniger angeben kann, wie sollen sich bestimmte Dinge miteinander verhalten, wenn sich irgendwas ändert. Und in diesem Fall ist ein Binding immer sowas, das seinen Zustand ändern kann. Also das ändert seinen Zustand vor allem automatisch. Und das Binding bedeutet, dass es halt an irgendwas anderes gebunden. Soll heißen, wenn sich dieses irgendwas anderes ändert, dann ändert sich auch das Binding.
Also meistens zumindest. In dem Fall ändert sich dieses Boolean-Binding namens Match, ändert sich immer dann, wenn der Text von dem Passwort-Input und der Text von dem Repeat-Passwort-Input gleich sind, also mit Equal. Wie ein Property-Change-Listener. Ja, so ähnlich wie ein Property-Change-Listener, nur bei einem Property-Change-Listener kriegt man ja nur mit, wenn sich was ändert. Man bekommt da, also man dieses ändere darf gleichzeitig irgendwas anderes, muss man bei einem Property-Change-Listener selber implementieren. Und hier muss man das nicht. Und ja, aber das ist eigentlich auch so eine Art Property-Change-Listener, deswegen heißt das hier auch Property. Also dieses Text-Property, das gibt es in JavaFX ganz oft. Also alles, was man Get-Text und Set-Text machen kann, gibt es auch so eine Methode Text-Property. Und das ist eine String-Property. Und die Klasse, kann ich die eigentlich hier anklicken? Ja, nein. Hier gibt es ganz viel Doku zu. Also ihr könntet euch die Java-Docs dazu durchlesen noch. Ich zeige euch aber, wie man es jetzt benutzt, dann müsst ihr euch das nicht alles durchlesen. Also dieses Boolean-Binding an sich, das mache ich jetzt erstmal gar nicht. Aber ich will das jetzt benutzen. Und zwar mache ich jetzt hier eine richtig krasse Zeile, die ich, glaube ich, mal ein bisschen runterbrechen muss. Also, wir nehmen uns das Error-Label und nehmen davon die Text-Property. Also auch wieder ein Objekt, das den Text von dem Error-Label beschreibt. Dann machen wir Bind, das ist auch ein Binding. Also wir wollen, immer wenn sich der Ausdruck, der hier in den Klammern steht, von dem Bind, wenn der sich ändert, möchten wir das Text-Property anpassen, automatisch. So. Und in dieser Klasse Bindings gibt es ganz viele Operatoren. Da gibt es auch so Sachen wie bindings.add. Wenn man zwei Zahlen hat, zwei Zahlen-Properties, dann kann man ein Binding erzeugen, was die beiden addiert. Das gibt es für alle möglichen Dinge. Muss man mal ein bisschen rumspielen. Und außerdem gibt es dafür so if-else-Statements. Und das heißt hier when. Dann schreibt man bindings when match. Also dieses match ist halt mein Boolean, also das, was das an- und ausschaltet. Oder das if oder das else auswählt. Then ist dann der Fall, wenn es true ist. Und otherwise, wenn es falsch ist. Wenn das true ist, wenn dieses, also man kann sich das jetzt so vorstellen, wenn der Text in dem Passwort-Input und der Text in dem Repeat-Passwort-Input, wenn das equal ist, dann möchte ich, dass in diesem Text-Property von dem Error-Label drin steht, leerer String. Wenn das nicht so ist, soll da drin stehen, Passwords do not match. Das können wir ja mal ausprobieren. Ah, ich habe hier den User-Service vergessen. Okay. Also Username ist egal. Wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe, steht hier sofort Passwords do not match. Wenn ich das wieder lösche, sind beide gleich, weil beide leer. Also auch ist das Label weg. Genauso, wenn ich jetzt hier das gleiche Zeichen nochmal eingebe, dann stimmen die auch wieder überein. Ich musste jetzt hier nicht an beiden Textfeldern irgendwas, also irgendeinen expliziten Property Change Listener anmelden, sondern das ist nur dadurch entstanden, dass ich hier beide hingeschrieben habe. Also die wurden automatisch als Quellen von Änderungen registriert. So, jetzt habe ich das mit dem Label gemacht. Jetzt mache ich nochmal das gleiche mit dem Button, damit ihr nochmal ein anderes Beispiel seht. Da gibt es nämlich eine Disable Property. Wichtig, ohne das D. Mit der Disabled Property kann man ihn fragen, ob er gerade deaktiviert ist, aber ich kann die nicht weder binden noch kann ich die verändern. Denn da steht Read Only. Mit Disable ist das eine ganz normale Property. Und hier kann ich auch wieder machen Bind und hier gebe ich jetzt nur das Match über. Das bedeutet, dieser Button ist immer dann Disable, wenn die übereinstimmen. Nee, Quatsch. Das macht gar keinen Sinn. Weil wenn die übereinstimmen, soll ja der Button nicht aktiviert sein. Das ist ein bisschen blöd genannt. Also Disable, finde ich, ist ein ziemlicher Scheißname für eine Methode. Man sollte solche Sachen niemals mit einem negativen Wort benennen, sondern immer dann Enabled oder so, was halt standardmäßig true ist. Weil das jetzt so ist, muss ich hier nochmal Punkt Not machen. Damit invertiere ich dieses Binding. So, jetzt führe ich das nochmal aus. Und jetzt sieht man, nur weil ich diese eine Zeile hinzugefügt habe, wird automatisch auch dieser Button deaktiviert. So. Und dann wieder aktiviert, wenn die übereinstimmen. Man kann das für ganz vieles machen. Ihr könntet das machen, um irgendwie Username und Passwort zusammenzuhängen aneinander und irgendwo reinzuschreiben. Da kann man alles Mögliche mitmachen. Muss man auch nicht unbedingt. Ihr könnt auch mit irgendwelchen Property Change Listener arbeiten, wenn ihr unbedingt wollt. Finde ich blöd.
Überhaupt arbeite ich überhaupt gar nicht mit Property Change Listener, weil zumindest nicht mit denen, die ihr von Fulip kennt, weil wir überhaupt nicht Fulip benutzen jetzt. Ist auch ein bisschen merkwürdig, das haben wir in PM so viel gelehrt und so toll und alles und jetzt benutzen wir es einfach nicht. Wir brauchen es einfach nicht. Wir brauchen keine referenzielle Integrität in dieser Anwendung. Das ist eine Client-Server-Anwendung, die referenzielle Integrität übernimmt der Server für uns. Wir müssen nur mit denen sprechen und dafür brauchen wir kein Fulip. Und ihr könnt aber trotzdem hier, ich zeige das einfach mal kurz, man kann hier trotzdem so Sachen machen wie Password Input, Text Property, Add Listener. Also hier gibt es auch so einen Change Listener und da kann ich einen Lambda-Ausdruck benutzen. Ich weiß nicht mehr genau, was der dann für Parameter bekommt. Hier Observable, Old Value, New Value. Und hier könnte ich jetzt auch irgendwelche Dinge tun, wenn sich halt die Eingabe ändert. Könnt ihr auch so machen. Das sind jetzt aber schon zwei Zeilen und wenn dann noch für den anderen was dazukommt, ist nochmal mehr und immer mehr. Und je mehr Zeilen ihr schreibt, desto mehr Zeilen gibt es, wo irgendwelche Bugs sein können. Deswegen macht lieber sowas hier. Das ist einigermaßen, würde ich sagen, selbstbeschreibend, wenn man weiß, wie diese Bindings und dieses Bind und die Properties funktionieren. Ne, dann kann man hier das auch relativ leicht lesen, dass hier when then otherwise steht und hier equal und so weiter. Muss man halt sich ein bisschen dran gewöhnen. Gut. So viel dazu. Damit bin ich eigentlich mit dem Register fertig. So, Feed Register. Und jetzt pushe ich das. Jetzt kann ich wieder auf GitHub gehen. Würdest du wieder einen Pull-Request machen, Max? Ich will euch nämlich jetzt zeigen, was dann passiert, wenn man einen Merge-Konflikt verursacht. Er wird jetzt einen Pull-Request erzeugen und eigentlich können wir das ja auch jetzt schon machen. Während er den macht, werden wir das hier mergen. Hast du das gerade auf den Master gepusht? Habe ich das auf den Master gepusht? Ich habe das auf den Master gepusht. Richtig gutes Tutorial, alles komplett kaputt gemacht. Aber der Merge-Konflikt ist trotzdem da. Wir sparen uns den Pull-Request, auch gut. Hier steht es nämlich. Hab ich nämlich auch gerade schon gewundert, warum das da steht. Hier steht immer dann bei GitHub, Branch hat Konflikte, man kann das nicht mergen. Und hier dieser Button ist auch ausgegraut. Jetzt kann ich den folgendermaßen lösen. Ich gehe in den Login-Branch. Also jetzt nehmen wir mal wieder an, ich bin der andere Entwickler, der den Login implementiert hat. Der ist hier. Erstmal mache ich jetzt hier wieder, nee, das muss ich nicht machen, aber ihr müsst dann immer machen, Steuerung T, damit ihr auch den aktuellen Master wirklich habt. Das Vorgehen bei einem Merge-Konflikt muss man sich eigentlich immer nur eine Sache merken, und zwar, man mergt immer die Branch, wo man rein will, also den Master, in die Branch, wo man sein Feature implementiert hat, nicht andersrum, um den Konflikt aufzulösen. Weil dann funktioniert, danach funktioniert das Feature in den Master ganz einfach, weil es dann keinen Konflikt mehr geben kann. Aber wir müssen den hier auflösen. Und dafür mache ich jetzt im Login-Branch, gehe ich jetzt hier auf Master. Na, ich zeige euch das mal hier unten. Master, Merge. Und jetzt kommt der Konflikt. Und deswegen benutzen wir IntelliJ, weil IntelliJ mit Konflikten super gut umgehen kann. Hier gibt es jetzt einen. Also erstmal zeigt er uns alle Dateien, die betroffen sind. Das sind nicht alle, die ich geändert habe. Das sind natürlich nur die, die auch wirklich von uns beiden geändert wurden. Und das ist eigentlich in unserem Fall nur die App-Klasse. Jetzt mache ich hier Merge. Und hier sehe ich jetzt links und rechts, welche Änderungen von wo kommen. Das ist das von FeedLogin, also wo ich jetzt gerade bin. Und das hier ist das von Master. Und jetzt muss ich gucken. Okay, also hier ist irgendwas im Konflikt. Hier weiter unten ist nichts. Und hier oben ist irgendwas im Konflikt. Jetzt ist das Beispiel ein bisschen doof, weil ich euch diesen Button nicht zeigen kann. Na toll. Diesen Button werdet ihr immer, wenn ihr einen Konflikt habt und der nicht ausgegraut ist, immer drücken. Dieser Button nimmt euch nämlich die Hälfte von dieser Merge-Arbeit meistens schon mal ab. In dem Fall nicht, weil ich nichts anderes geändert habe als die Zeilen, die sowieso überlappen. Aber in vielen, vielen Fällen, ich sag mal in 90% der Fälle nimmt euch dieser Button die Arbeit ab. Also drückt immer hier auf diesen Button drauf. Sonst macht ihr euch unnötig Arbeit. Jetzt muss ich halt gucken, wie merge ich das? Okay, was ist hier passiert? Ich mache das mal ein bisschen größer. Also hier hat jemand Inputs hinzugefügt, hier hat jemand Inputs hinzugefügt.
Ich würde mal sagen, bestimmt kann ich die beide so übernehmen. Eigentlich muss ich mir an der Stelle jetzt tatsächlich was überlegen. Und zwar hat das was mit der Anwendung zu tun, die wir hier gerade haben. Man kann nicht immer sich einfach das irgendwie mergen und dann die Zeilen untereinander hauen. Meistens muss man sich überlegen, was will man eigentlich von beiden. Und in dem Fall muss ich mir jetzt überlegen, womit will ich eigentlich meine Anwendung starten? Will ich erst den Login anzeigen oder erst das Register? Und ich würde aber behaupten, dass das Login ein bisschen mehr Sinn macht, weil man das meistens schon machen will, weil man sich ja nicht immer wieder einen neuen Account erstellt. Deswegen übernehme ich das jetzt hier mit diesem Button. Und das Register, das interessiert mich überhaupt gar nicht mehr hier. Deswegen drücke ich auf Ignore und dann ist die Zeile weg. Jetzt sagt er hier oben schon, all changes have been processed. Ich muss eigentlich nichts mehr machen. Aber es gibt ja den Register-Controller in dem Login-Branch noch nicht. Deswegen kann ich die Imports hier nicht lassen. Die muss ich dann wieder löschen. So, weg. Jetzt zeigt er mir das nicht nochmal an, aber es sind immer noch alle Änderungen fertig, alle Konflikte gelöst. Dann mache ich hier Apply, dann tut er Dinge und schon ist mein Branch gemerged. Jetzt kann ich das wieder pushen. Und hier unten, hier taucht jetzt auf jeden Fall erstmal das Master auf, das Merge Commit auf. Jetzt muss ich wieder hier irgendwie den CI abwarten. Die Änderungen sind immer noch approved. Warum das so ist, kann ich euch gar nicht sagen, weil eigentlich soll das nicht so sein. Komisch. Bei euch wird das dann aber nicht so sein. Ihr müsst dann, nachdem jemand einen neuen Commit gepusht hat, müsst ihr immer noch mal euch den angucken als Scrum Master und sagen, ist der immer noch in Ordnung? Weil der könnte ja irgendwie sonst welche Änderungen da machen, irgendwelche Sachen löschen. Und ihr habt da aber mal irgendwann euer OK gegeben, das verfällt dann halt automatisch. So, das ist jetzt aber alles in Ordnung. Jetzt können wir uns nochmal hier das CI angucken, wo wir gerade mal hier sind. Und zwar, erstmal, wofür steht CI? Das bedeutet Continuous Integration. Und das ist eigentlich so eine Technik, die man benutzt, um dauerhaft sicherzustellen, dass sämtlicher Code in Ordnung ist, dass alle Tests durchlaufen und dass eure Anwendung benutzbar ist, vor allem im Master. Ihr müsst immer darauf achten, dass der Master ordentlich ist und funktioniert und ausführbar ist, egal zu welchem Zeitpunkt man den auscheckt. Und dass niemals, wenn man den Master auscheckt, dass irgendwas nicht funktioniert. Also irgendwas nicht funktioniert bedeutet natürlich jetzt nicht, dass der komplett bugfrei ist, aber man sollte wenigstens das ausführen können. Und dafür gibt es dieses CI, das läuft immer bei einem Pull-Request. Und das kann ich mir auch hier angucken bei Checks. Dieses CI, das besteht aus einer sogenannten Pipeline. Das sind mehrere Schritte, die hintereinander ausgeführt werden und die kann ich mir hier angucken. Zuerst wird das irgendwie eingerichtet, dann lädt sich dieses CI das Git Repository runter, richtet sich nochmal ganz schnell eben schnell das JDK ein, lädt irgendwelche Gradle-Sachen runter und dann macht es eigentlich diesen Gradle-Build. Nämlich Gradle-Build, Test und Jacoco Test Report. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, Jacoco Test Report ist ein Tool, um Test Reports zu generieren für Coverage. Und das läuft standardmäßig immer. In dem Fall ist es aber nicht gelaufen, weil erstens ist hier anscheinend ein Error wegen einem komischen Controller. Okay, muss ich gleich nochmal reingucken. Aber an der Stelle weiß ich schon, ich habe irgendwas falsch gemacht. Also hier ist ein Error drin im Code, also ein Compiler-Error. Wenn ein SM sowas sieht, sollte der sofort dem schreiben, dem Entwickler, fix deinen blöden Branch, das kann nicht sein, dass du hier Errors pusht. Und das werde ich jetzt mal machen. Mal kurz ausführen. Hier hat er auch wieder anscheinend meine Änderungen verworfen. Super cool. Das sind halt so Sachen, wo IntelliJ dann nicht so glänzt. Also solche komischen Errors sind nervig. Weiß nicht, warum die kommen. Aber hier, genau der war. Ich hatte die Controller-Klasse in dem anderen Package woanders, in dem anderen Branch. So, fix, Controller-Import. Und das pushe ich auch wieder. In weiser Voraussicht werde ich jetzt nochmal eine andere Änderung machen. Und zwar weiß ich ganz sicher, dass dieses CI nicht läuft, beziehungsweise das Test-Report nicht funktioniert, wenn man keine Tests hat. Deswegen werde ich jetzt einfach mal einen anlegen. Und zwar natürlich ein Testordner. Da kann ich euch auch mal was zeigen. Und zwar kann man hier in IntelliJ auch wieder mit Alt-Enter Create-Test machen. So. Schlägt er mir schon vor, App-Test, JUnit 5 benutzen wir, super.
Das will ich eigentlich erstmal alles noch nicht, ich will nur diese Klasse. Jetzt hat er diese Datei schon hier direkt im richtigen Package angelegt. Ich musste das nicht nochmal abtippen, konnte mich da nicht vertippen. Sehr gut. Hier will ich jetzt einfach nur irgendeinen Test haben. Add Test. Und den nenne ich jetzt einfach mal nur Test. Der soll nichts können, der soll einfach nur existieren, damit ich dann gleich dieses hier einzeigen kann. Testsachen schreibe ich dann immer mit Test, weil die sich nur auf den Test beziehen und nicht auf oder auf irgendwelche Tests und nicht auf die Anwendung. Add App Test. Und das pushe ich jetzt. Jetzt bin ich hier in dieser Action von früher drin. Das aktualisiert sich nicht automatisch. Man muss hier nochmal auf Actions, kann man nochmal gehen. Hier sieht man auch die ganzen CI-Durchläufe in anderen Branches und so. Also hier sieht man jetzt im Login, im Master, hier in dieser alten App-Branch, die es inzwischen nicht mehr gibt. Ich will das aber eigentlich an den Pull-Request zeigen, deswegen gehe ich da nochmal hin. So, der läuft jetzt gerade durch. Dieses CI, das braucht immer eine Zeit. Also das dauert natürlich ein paar Sekunden. Sieht man hier auch, um das JDK runterzuladen, um das Gradle zu machen, um die Dependencies runterzuladen, das dauert alles Zeit. Also das startet immer quasi von einem Computer, wo gerade so ein Ubuntu installiert ist und sonst gar nichts. Das geht schon ziemlich schnell dafür, dass es eigentlich alles nochmal neu installiert. Trotzdem müsst ihr aufpassen, ich habe bei diesem CI ein Limit eingestellt. Und zwar ist dieses Limit 10 Minuten. Und wenn nach 10 Minuten eure ganze Pipeline nicht fertig ist, das ganze CI, dann wird die abgebrochen. Und das Abbrechen ist genauso, als würde die fehlschlagen. Deswegen müsst ihr extrem aufpassen mit euren Tests. Ich werde euch zeigen, wie man das ziemlich gut hinbekommt, dass die nicht so super lange brauchen. Aber wir hatten in vorherigen Jahren immer das Problem, dass Leute so Tests geschrieben haben, die dann sich 50 Mal durch die ganze Anwendung durchklicken, jedes Mal einen Benutzernamen eingeben, der aus 400 Zeichen besteht und genauso lange Nachrichten noch verschickt. Das dauert natürlich alles seine Zeit. Und dadurch sind diese CI-Pipelines immer richtig lange gelaufen. Wir haben hier ein Limit. Und dieses Limit wollen wir nicht erreichen, weil dann sind die komplett aus für den Rest des Monats. Deswegen müsst ihr euch da ein bisschen in Acht nehmen. Dies ist auf jeden Fall durchgelaufen, sieht man hier an dem Haken. Wenn ich nochmal zurückgehe, sehe ich das bestimmt auch ganz weit hier unten. Oh ja, hier, das ist auch cool. Hier werden automatisch so Kommentare erstellt. Einmal sagt hier der GitHub Action Spot uns irgendwelche Dinge. Ah, hier sind Sachen hinzugekommen. Wir haben hervorragende 0% Coverage, super gemacht. Das liegt einfach daran, dass ich nichts tue in dem Test. Wenn ich da irgendwie rumklicken würde, die App starten würde, irgendwelche Dinge tue, dann erhöht die sich. Und ihr müsst das natürlich alles machen, ne? Die ganzen Tests schreiben und so. Ich zeige auch heute nicht mehr, aber vielleicht am Freitag, wie man das dann ordentlich macht. Auf jeden Fall seht ihr dann hier auch nochmal, hier ist nochmal der Report von CodeCov. Das ist nochmal ein anderes Tool. Ich glaube, das kann ich auch nochmal zeigen. Ne, couldn't find it page. Zeige ich dann beim nächsten Mal. Auf jeden Fall seht ihr hier auch nochmal, bei dem CodeCov seht ihr nochmal, wie viele Zeilen gibt es eigentlich hier, 82. Wie viele davon wurden nicht getroffen, 82. Okay, gut, daher kommt die 0% und 0 wurden getroffen. Man kann die sich dann im Detail angucken. Mache ich, sobald ich einen richtigen Test geschrieben habe. Hier müsst ihr darauf aufpassen, weil in den Anforderungen steht irgendwo 50% Coverage mindestens. Und genau die hier sind damit gemeint. Wenn das hier weniger als 50% ist, dann gibt es Ärger. Dann kriegt ihr schlechte Noten am Ende des Releases. Also immer schön drauf achten. Und auch natürlich, der Scrum Master hat da auch wieder die Rolle, die Entwickler daran zu erinnern. Also wenn der sieht, hier die Coverage hat sich erheblich verringert, weil mein Entwickler 20 Millionen Zeilen hinzugefügt hat, aber keinen einzigen Test, dann muss der natürlich hingehen und sagen, hier Entwickler, füg mal ein bisschen Tests hinzu, sonst erreichen wir am Ende des Releases unser Coverage nicht. Prinzipiell ist auch eigentlich jeder Entwickler dafür zuständig, für seine eigenen Sachen, seine eigenen Features Tests zu implementieren. Vor allem halt in der Form, ihr bekommt ja in dem Jira die Stories zugewiesen vom PO und da steht ja meistens so ein Ablauf drin, also keine Ahnung, Alice klickt, gibt irgendwas ein und drückt auf Login. Und wenn er das ordentlich gemacht hat, dann steht da auch drin, was Alice eingibt. Und genau diese Dinge könnt ihr dann benutzen, um den Test zu implementieren. Also da auch nochmal der Hinweis, jeder Entwickler macht seine eigenen Tests. Und normalerweise ist das schlechter Stil für andere Leute, die Tests dann am Ende zu schreiben.
Ihr sollt ja eigentlich Test First machen. Ich weiß, dass das sowieso in der Praxis nie bei euch funktioniert. Ist auch in Ordnung. Ihr könnt eure Tests auch danach schreiben. Hauptsache, die sind nicht in den letzten 3 Tagen vom Release entstanden. Da müsst ihr dahingehend wenigstens am Ende von einem Feature einen Test schreiben oder mehrere. So, gut. Jetzt sagt er hier immer noch, Merging can be formal. Okay, ich brauche immer noch ein Review. Das kann ich selber machen. Ich mache jetzt hier einfach Approve, Submit. Und jetzt ist hier alles mit einem Haken versehen. Jetzt kann ich das in Ruhe mergen. So funktioniert das für jeden einzelnen Pull-Request, für jedes einzelne Feature. Natürlich mit diesen Merge-Konflikten und so, das passiert nicht immer. Aber wenn das dann passiert, wisst ihr jetzt, wie es geht. Kann ich auch wieder den Branch deleten. Jetzt habe ich endlich mal Login und Register in einem. Hat aber lange gedauert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin. So. Zurück als Entwickler. Wenn ich weiß, mein Pair wurde gemerged, gehe ich hier wieder in den Master rein. Kann hier nochmal Update machen. Dann lädt er die neuen Commits runter. Hier 7 Stück sogar. 7 Dateien in 5 Commits. Und auch diese alten Branches kann ich hier wieder löschen. Damit mir das nicht auf die Nerven geht. Jetzt habe ich Login und Register. Dummerweise kann man, wenn man die Anwendung startet, nur Login machen. Man muss ja irgendwie auch zum Register hinkommen. Da kommt jetzt eigentlich das Wort Integration ins Spiel. Ihr müsst eure Sachen miteinander integrieren. Und das kann man nicht proaktiv machen. Also, oder kann man schon, aber es ist schwierig. Für euch ist es okay, wenn jemand Login implementiert hat und jemand Register implementiert hat, dass dann einer hergeht und sich meldet und sagt, ich mache jetzt zum Beispiel die Möglichkeit von Login zum Register zu wechseln. Meistens ist das eine eigene Story, also kann man das eigentlich auch zuordnen, wer das macht. Ich hoffe zumindest, dass es bei euch eine eigene Story ist. Und das ist dann wieder ein separater Pull-Request. Das muss man natürlich nicht für alle quadratisch für alle Features machen. Ne? Es gibt immer nur, manche Features haben halt was miteinander zu tun, manche haben nichts miteinander zu tun, dann ist es okay. So. Und zwar möchte ich jetzt als erstes in den Login-Controller gehen. Ah, wir haben schon eine Dreiviertelstunde um. Das macht nichts. Hier will ich jetzt einen Hyperlink hinzufügen. Nein, kein Listener. Hyperlink. Register-Link. Weil ich einfach keinen Bock auf einen Button habe. Ich finde den cooler. Trotzdem braucht er so eine Action. Und jetzt wird es langsam ein bisschen nervig, weil jetzt brauche ich ja einen Register-Controller. Und ich brauche eine App. Und der Register-Controller, der braucht, glaube ich, selber noch irgendwas. Nämlich einen User-Service. Wo kriege ich den hier jetzt her? Diese Services können an sich oder dürfen an sich irgendwelche Daten enthalten. Nachher kommt auch noch mal einer, oder vielleicht am Freitag kommt noch mal ein Service ins Spiel, der auch tatsächlich Daten hält. Und wenn das der Fall ist, kann man nicht einfach mit New immer wieder neue anlegen. Deswegen muss ich mir den jetzt merken. Hier mache ich wieder Bind to Fields, damit ich mir die merken kann. Weil wenn jetzt jemand auf Register drückt, dann möchte ich gerne app.show new register controller. Und hier will ich jetzt den User Service übergeben. Also diesen, exakt diesen User Service. Keinen neuen. Mache ich den hier noch hinten rein, damit der dann auch angezeigt wird. Und das kann ich nochmal verkleinern, damit es ein bisschen schöner ist. Zurück in der App natürlich, wo ich den Login-Controller anlege, fehlen jetzt irgendwelche Parameter. Okay, hier muss ich halt das übergeben, also die App und noch einen User-Service. Das mache ich jetzt mal so und dann so. Okay, langsam. Jetzt sind das hier schon 2 Sachen. Im Moment ist es noch nicht nervig, wird aber irgendwann nervig. Wir lösen das dann gleich. Aber erstmal probieren wir das kurz aus. Jetzt gibt es hier so einen coolen Link. Wenn ich da drauf drücke, lande ich im Register. Könnte das gleiche jetzt nochmal zurück machen. Bin ich jetzt zu faul? Sparen wir uns. Okay. Obwohl. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, da kann man noch mal einen Gedanken dran verschwenden. Wenn man das machen will, hier noch mal so einen Hyperlink, der würde dann natürlich hier so eine Methode bekommen, back to login oder so. Da brauche ich ja dann wieder einen Login-Controller und einen Login-Service. Ich mache jetzt mal nur die Methode.
Probiert ist hier nicht im Spiel. So, back to login. Hier brauche ich jetzt auch wieder die App. Und außerdem brauche ich hier diesen, wie hieß denn der eigentlich, Login-Service. Login-Service. Das wieder importieren. Hier auch wieder bei den Constructor-Parameters, danke. Jetzt könnte ich hier sowas machen wie app.show new login controller login service. Jetzt muss ich aber auf einmal wieder hier irgendwas übergeben, nämlich die App, die habe ich ja. Okay, aber außerdem den User Service. Das wird immer wieder nervig. Immer wenn ihr irgendwie so eine Änderung von einem Bildschirm zum anderen macht, müsst ihr diese ganzen Services mit übergeben. Und wenn der dann wieder zurück zu einem, noch wieder einem anderen, müsst ihr diese Sachen auch wieder übergeben. Und das wird irgendwann richtig, richtig anstrengend. Vor allem, ich hatte ja gesagt, für jede Kategorie hier in der Server-Doku ein Service. Ja, okay, das sind dann schon mal vielleicht so 5 oder 6. Nicht so cool. Aber das ist nur der Service. Der macht eigentlich noch überhaupt gar nicht die Server-Kommunikation. Die kommt dann nochmal und das ist nochmal ein extra Service. Also wenn ihr dann jedes Mal 12 Parameter übergeben müsst, dann kommt auch wieder hier der Typ vom Clean Code Buch und sagt euch, das kann es nicht sein. Eine Methode darf nicht mehr als 3 Parameter haben. Und dann kriegen wir schon langsam Probleme. Deswegen zeige ich euch gleich, wie es besser geht. Das machen wir jetzt mal wieder rückgängig. Den gesamten Register Controller machen wir wieder rückgängig. Und das committe ich jetzt mal. Und zwar nicht in Master diesmal, sondern Need Login. Login to Register. So. Außerdem möchte ich jetzt noch ein kleines Feature implementieren bei diesem Demo-Client. Und zwar, wenn ich auf... ich mache nochmal die Anwendung auf. Okay, ich muss hier nochmal neu starten. Wenn ich im Login bin und gebe irgendwas ein, zum Beispiel, oh, ich hätte gern voll gern den Benutzernamen Adrian. Und dann fällt mir ein, ich habe ja gar keinen Benutzer. Drücke hier auf Register und dann ist der weg. Ich würde aber gerne, um euch zu zeigen, wie man von einem Controller zum anderen jetzt noch Daten übertragen kann, diesen Benutzernamen übertragen. Und das mache ich jetzt auch natürlich nicht, wie es einfach wäre, mit irgendeinem Setter oder so, sondern ich mache es unkompliziert. Aber dafür ein richtig. Okay, wir brauchen 2 Sachen in dem Register-Controller. Und zwar diese ominösen Properties, die wir vorhin schon hatten. Jetzt benutze ich die mal selber und lege mir selber welche an. Nämlich eine Username und eine Passwort-Property. Jetzt mache ich hier ein Kapitalverbrechen. Ich mache diese Variable public. Aber final, deswegen ist es wieder okay. Wenn jetzt einer daherkommt und sagt, ich würde das gern private machen. Und dann macht er hier irgendwie so ein Set dahin. Set Passwort. Muss nicht. Dieses Passwort hat seinerseits schon eine Set-Methode. Kann man sich schenken. Dafür mache ich das public und final. Final, damit kein von außen nicht jemand daherkommt und einfach eine new simple string property dazu weiß und dann sind alle meine Änderungslistener weg. Deswegen final. Okay. Jetzt benutze ich wieder die Bindings. Und zwar möchte ich gerne, dass in dem Passwort-Input und in dem Username-Input, in dem Text davon, immer das gleiche steht wie in dieser Property. Und zwar wirklich immer. Auch wenn ich an dem Eingabefeld was ändere, soll sich das auch in dieser Property widerspiegeln. Und dafür gibt es Bind wieder directional, also in beide Richtungen ein Binding. Wie man das mit Property-Change-Listener umsetzt, keine Ahnung, da müsste man dann halt auf beiden Seiten irgendeinen anmelden. Kein Bock auf so einen Scheiß. Ich mache hier eine Zeile bidirectional und dann ist das verknüpft. Username. So. Genau das gleiche mit Passwort. Und damit habe ich die gebunden. Im Login will ich das jetzt übertragen. Dafür, da muss ich mir mal hier so eine Methode anlegen. Wir machen das einfach mal so. Wir machen das nicht so. Wir machen hier die ganz normalen Klammern drumherum. Und ich schreibe das jetzt erstmal hier. Dann zeige ich euch noch, wie man hier refactoren kann. Und zwar brauche ich wieder den Username und das Passwort.
und diesen Register-Controller diesmal. Den mache ich mir einfach in eine Variable rein. Ups. Und hier mache ich jetzt Controller, Username, also ich nehme mir diese Property und da mache ich Set mit dem Setter davon. Hier brauche ich jetzt wieder das, was in dem Textfeld von dem Login-Controller drin steht. Das ist Username Input Get Text. Und das, was in dem Passwort steht. Jetzt ist das hier alles in dieser Render-Methode, ist irgendwie unschön. Deswegen mache ich jetzt mal hier eine neue Methode draus. Vorher mache ich diese zwei Sachen in eine Variable rein. Username. Nee, danke, das ist nicht das, was ich wollte. Und Passwort. Gut, dann halt. Das hier will ich in eine Methode machen. Und zwar mache ich jetzt Command, also Steuerung Alt M. Und schon habe ich eine Methode. Und der gebe ich jetzt noch einen Namen. Den nenne ich jetzt Register. Looking change the method signature. Cool. Die blöden Variablen will ich auch wieder umbenennen, weil die mir zu lang sind. So, und Passwort. Hier, ja, das ist halt das Dämliche. Keine Ahnung, warum man das so macht. Ist aber nicht schlimm. Jetzt habe ich eine Hilfsmethode. Auch diese Hilfsmethode, genauso wie diese Login-Methode, wieder zur Erinnerung, die bekommt nicht die ganze Oberfläche mitgegeben, also die ganzen JavaFX-Kontrollstrukturen. Das reicht hier, das Username und das Passwort. Gewöhnt euch an, in diesen Methoden immer nur das Nötigste zu verlangen. Also da muss nicht unbedingt, also wenn in diesem Username Input nichts, keine weitere Information drin steht, als für euch relevant ist, nämlich das, der Username, dann nehmt nur den Username. Dann übergebt nicht gleich das ganze Ding, sondern macht das irgendwie so. Das ist immer so ein bisschen sauberer, weil man sich dann nicht immer gleich das ganze Universum mit reinzieht ins Haus. Das will man nicht. So, das probiere ich jetzt aus. Und gebe hier mal was ein. Register. Und hier sind jetzt meine Sachen übernommen. Dass das jetzt nicht in dem Repeat drin steht, ist beabsichtigt. Das liegt daran, dass sonst könnte ich da ja vielleicht irgendwas mich vertippt haben oder so. Das will man hier schon nochmal überprüfen. Das hat jetzt was mit UX zu tun. Wenn ich das wollte, könnte man jetzt denken, ich mache hier sowas wie Repeat Password Text Property Bind Bidirectional Password. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt funktioniert. Falls es das tut, wird es aber nicht das machen, was wir davon erwarten. Deswegen mache ich mal diesen ganzen Mist hier weg. Ich starte das nochmal neu. Also auch hier wieder irgendwas. Oh, das ist jetzt komisch. Es ist nicht nur dieses Feld mit der Property verbunden und dieses Feld mit der Property verbunden, sondern die sind auch untereinander verbunden. Wenn ihr so eine UI baut, wo in dem Repeat-Passwort automatisch das reingeschrieben wird, dann, keine Ahnung, dann habt ihr irgendwie nicht aufgepasst, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das kann ich jetzt hier lösen, indem ich hier das Bidirectional schnell wegmache. Und dann, was passiert dann? Wahrscheinlich funktioniert es immer noch nicht. Ich kann das überhaupt gar nicht mehr bearbeiten. Weil das ist ja immer noch gebindet. Also bei solchen Sachen müsst ihr halt aufpassen. Es gibt keine Möglichkeit, dem JavaFX zu sagen, ja, irgendwie das soll von Anfang an gesetzt sein und dann irgendwie damit verbunden sein, aber auch irgendwie doch nicht. Sondern das funktioniert jetzt auch immer noch so, dass sich das mit dem anderen verändert, nur dass ich das jetzt gar nicht mehr bearbeiten kann. Komisch, also diese Zeile lassen wir einfach weg. Und jetzt schreibe ich noch kurz feed copy username und Passwort. Jetzt sind wir genau 55 Minuten in der Zeit und haben jetzt noch eine Stunde Zeit, um noch was, oder vielleicht auch nicht ganz eine Stunde Zeit, ich will euch ja hier nicht überfordern mit 2 Stunden Vorlesung, das ist ja dann auch irgendwann viel, aber wir fangen jetzt noch was Neues an. Und zwar, pushe ich das vorher nochmal? Nee, muss nicht. Das ist ja irgendwie alles schon Mist so, durch diese ganzen Sachen hier, man muss hier 1000 Dinge übergeben. Will ich nicht mal pushen, das ist so schlecht, das will ich nicht mal meinem SM zeigen, da schäme ich mich schon für. Deswegen mache ich das jetzt in richtig cool. Ob ihr das dann wirklich bei euch genau zu diesem Zeitpunkt, genau von demjenigen, der das Register implementieren lässt,
machen lasst, dann, das macht nicht so viel Sinn. Da müsst ihr euch schon ein bisschen besser überlegen, zu welchem Zeitpunkt man das am besten tut, was ich jetzt gleich machen werde. Aber ich sage euch auf jeden Fall zu Anfang schon. Nicht in der zweiten Woche vom zweiten Sprint. Wir machen nämlich jetzt Dagger. Und zwar Dependency Injection. Erstmal zur Erklärung, was ist Dependency Injection? Dependency Injection löst genau dieses Problem, dass ich Controller habe oder generell irgendwelche Dinge habe, die von anderen Dingen abhängig sind. Zum Beispiel ein Controller ist von einem Service abhängig. Oder ein Service ist von einem anderen Service abhängig. Oder ein Service ist von einem, was gibt es da noch so, Repository abhängig. Das habt ihr ganz oft, wenn ihr nicht alles in eine Klasse schreibt, gibt es Komponenten, die mit anderen Komponenten kommunizieren müssen. Es gibt auch, wir haben das hier auch schon gesehen, also ein Login-Controller ist in gewisser Weise auch davon abhängig, was dieser Register-Controller macht. Also dieser Login-Controller ist auch abhängig von dem Register. Und dieses Abhängigsein, das löst man mit Dependency Injection. Und das Injection bedeutet in dem Fall, dass irgendetwas euch diese Abhängigkeiten bereitstellt. Das müsst ihr nicht selber machen, ihr müsst nicht selber hier dieses New anlegen immer wieder, sondern das macht jemand anderes für euch. In unserem Fall eine Library namens Dagger. Und die werden wir jetzt hinzufügen. Dafür brauchen wir als erstes zwei Dependencies. Witzig eigentlich, ne? Also das jetzt muss man jetzt aufpassen. Also das eine ist eine Gradle-Dependency, das andere ist eine Konzept-Dependency. Gradle-Dependencies sind einfach, ich brauche irgendwelche Libraries. Aber auch, eigentlich funktioniert das ähnlich, wenn man auch sagt, ich hätte gerne irgendwas, ich hätte gerne irgendeine Library. Und wo ich die herbekomme, dafür ist halt Gradle zuständig. Und genauso sagt man bei der Dependency Injection, ich hätte gerne irgendein Objekt, irgendeine Instanz, irgendeinen Service. Und woher ich die bekomme, ist mir egal, dafür ist das Dependency Injection Framework, also Dagger, zuständig. So, jetzt hole ich mir das hier rein. Hier ist mein Build Gradle. Hier sind meine Dependencies. So. Das sind mehrere Dependencies. Es gibt dazu einmal eine Library und dann einen Annotation Processor. Das ist ganz, ganz wüster Voodoo. Ein Annotation Processor ist so eine Art Plugin für den Java-Compiler. Da kann man dann, das heißt Annotation Processor, weil der halt sich Annotations anguckt und daraus dann irgendwelchen Code generiert. Und das können wir uns auch gleich mal angucken, sobald wir das eingerichtet haben. Jetzt habe ich die Dependency. Jetzt brauche ich ein sogenanntes Modul. Ein Modul in Dagger ist eine Klasse und wir nennen die, okay, danke IntelliJ. Ich habe ja schon drauf gewartet, ne? Also das ist ja letztes Mal schon passiert, das ist mir auch in der Zwischenzeit ein paar Mal passiert. Keine Ahnung, warum das jetzt der Meinung ist, immer mal crashen zu müssen. Hat bestimmt Gründe. Ich habe jetzt hier auch bestimmt schon den 5. Report bei JetBrains eingereicht, aber die antworten mir da nicht drauf. Ziemlich traurig. Sollen sie mal endlich fixen. Wo war ich denn jetzt hier im BuildGradle? Das wurde nicht mal gespeichert. Wie dreist. Und noch viel schlimmer ist, dass mein anderes Projekt auch gerade weg ist, wo ich die ganze Zeit die Musterlösung herkopiere. Das muss ich mir mal wiederholen. So, was habt ihr da jetzt gesehen, was keiner sehen sollte? Nix. Okay. Also, Dependency hinzugefügt. Speichern wir das mal. Jetzt brauchen wir das Modul. Klasse, namens. Ja, was ist denn so ein Modul? Man kann in Dagger eigentlich nochmal so ein bisschen die Anwendung strukturieren mit diesen Modulen. Für unsere größte Anwendung ist das aber nicht notwendig. Wir benutzen ein Modul und das heißt passenderweise Main-Modul. Es gibt in Java selber auch nochmal Module. Die machen was ganz anderes. Das sind halt Dagger-Module. Muss man irgendwie auch wieder trennen. So, das ist eine Klasse. Und die braucht unbedingt eine Annotation namens addModule. Noch so ein bisschen von IntelliJ, so ein kleiner Quirk. Wenn man neue Dependencies hinzufügt, muss man die erstmal IntelliJ sagen, dass er die auch aktualisieren soll. Dafür drücke ich hier drauf. Dann lädt er die Änderung aus meiner BuildGradle, merkt, okay, hier fehlen Dependencies, die werden jetzt bestimmt auch runtergeladen oder die waren schon irgendwo bei mir zwischengespeichert, deswegen sind die jetzt verfügbar. Und jetzt kann ich hier add module schreiben mit module aus dem Dagger-Package. Okay,
Brauchen wir davon schon was? Nö. Okay, die Klasse bleibt leer. Cool. Außerdem brauchen wir noch was anderes, das nennt sich Component. Was da genau der Unterschied zwischen einem Modul und einem Component ist, das ist ein bisschen komisch zu erklären. Tatsächlich weiß ich das nicht so genau, weil die Dagger-Doku da auch echt komisch ist, aber wenn ihr euch die mal durchlesen wollt, könnt ihr das machen. Wichtig ist, wie man es benutzt, nicht wofür, was da die Hintergründe sind. Die haben sich einfach ausgedacht, wir nennen das jetzt mal Modul und Component. Es gibt auch andere Dependency Injection Frameworks, da heißen die Sachen anders. Hier heißt es jetzt Main Component noch. Und wir benutzen das jetzt einfach, wir nehmen das einfach so hin, dass es das gibt. So, das ist kein Class, sondern das ist nur ein Interface. Interface. Und hier braucht man jetzt auch wieder Annotations. Also hier ganz viele Annotations. Ne? Das schon vorhin bei dem FXML gesehen. Das werden jetzt nicht weniger. Eure Klammeraffentaste ist euer Freund. Und hier brauche ich einen Builder. Weia. Eigentlich ist dieses Dagger so gedacht, dass man seine ganzen Dependencies selber bereitstellt. Also alles wird, man benutzt halt dieses Dagger für seine ganze Anwendung und alles wird davon angelegt. Es gibt aber in unserem Fall so ein paar Dinge, die nicht von Anfang an da sind. Das ist zum Beispiel, oder die, nee, andersrum, die von Anfang an da sind, die wir nicht selber anlegen können. Da gehört diese App dazu, also diese Application Instance. Und ich kann diese Sachen von außen reingeben, indem ich hier diesen Builder benutze und das Binds Instance. Ihr müsst das selber nicht wirklich benutzen. Ihr könnt das so, wie es ist, jetzt hier kopieren und dann einfach so hinnehmen. Steht alles in der Dagger-Dokumentation, wie man das genau benutzt, aber ist jetzt für uns erstmal unwichtig. Wir brauchen nur das. Jetzt müssen wir irgendwo starten. Halt nochmal zurück im Component. Wir brauchen einen Einstiegspunkt. Den definieren wir hier. Und unser Einstiegspunkt, das allererste, was wir brauchen in unserer App, ist der Login-Controller. Deswegen schreibe ich den hier hin. Login-Controller. Wenn ich das jetzt so versuchen würde auszuführen, glaube ich, gibt es schon ein paar heraus. Die will ich jetzt nicht hervorrufen, sondern ich fixe die jetzt sofort. Wir müssen dafür, immer wenn wir irgendwo irgendwas injecten wollen, müssen wir auch eine Annotation benutzen. Und die heißt Inject. Die kommt nicht mal von Dagger, die gibt es auch von Java selber, weil es ganz viele Frameworks gibt, die diese Injection implementieren. Und deswegen gibt es das. Also ein Login-Controller, indem ich das jetzt hier hingeschrieben habe, habe ich ausgedrückt, ein Login-Controller kann ich über Dependency Injection anlegen lassen. Das muss ich nicht selber machen, das passiert für mich automatisch. So, die App wird auch injected, die kommt immer von hier. Der Login-Service, der braucht vermutlich jetzt auch, der braucht jetzt auch so ein Inject. Nein, Login-Service, Konstruktor. Und mein User Service, oh man, braucht das auch. Bei denen ist das jetzt ein bisschen langweilig. Obwohl, Moment mal, ich gucke mal kurz was nach. Und zwar gehe ich stark davon aus, dass man sich das hier auch sparen kann. Nee, muss man machen. Gut, ne, leerer Konstruktor ist langweilig, muss aber diese Annotation haben, deswegen ist die hier. Falls ich mal irgendwann was hinzufüge, habe ich natürlich hier jetzt schon sofort Platz geschaffen. So, Login Service hat das. Nochmal zurück zum Login Controller, User Service. Das reicht schon. Jetzt geht es in die App. Hier starte ich jetzt diese ganze Dependency Injection. Also hier geht es jetzt richtig los damit. Hier mache ich jetzt nämlich Folgendes. Ich lege mir einen Component an. Component. Und den bekomme ich von einer Klasse Dagger Main Component, die es im Moment noch nicht gibt. Deswegen werde ich jetzt mal hier so, was nehmen wir da am besten? Grail Compile. Ich lasse den einfach mal kompilieren. Oh, das kann er nicht. Compile Java. Grail Compile Java. Dadurch wird jetzt dieses Grail ausgelöst. Und weil ich hier an manchen Stellen diese Annotations dran geschrieben habe, erkennt das Gradle automatisch, diese Klassen haben irgendwas mit mir zu tun, da muss ich mich jetzt drum kümmern. Und jetzt hat er hier, geh mal weg, so, jetzt hat er hier oben in dem Bildordner
Da gibt es jetzt einen Ordner Generated und da gibt es generierte Quellcode-Dateien. Die landen extra in dem Bildordner, weil die nicht ins Git gehören. Das ist in FooLoop auch eigentlich so angedacht gewesen mal irgendwann, weil man eigentlich generell generierte Sachen nicht unbedingt pushen muss. Die kann ja jeder, der sich das dann wieder pullt, kann sich ja einfach die wieder neu generieren lassen. Hoffentlich ist das deterministisch. Wir gehen mal davon aus, dass die bei Dagger das alles richtig gemacht haben. Und hier sind jetzt so ominöse Factory-Klassen aufgetaucht, die wir aber eigentlich nur uns mal kurz angucken können. Hier gibt es jetzt ganz viele merkwürdige Dinge, die hier generiert wurden. Müssen wir uns nicht drum kümmern, weil es ist ja generiert von Dagger. Das Einzige, was wir brauchen, ist dieser Dagger-Main-Component. Und den... Oh, jetzt ist hier viel zu viel aufgegangen. Den brauche ich jetzt in der App. So, Dagger-Main-Component. Punkt Bild. Hallo? Dagger. Punkt Bilder. Diesem Bilder übergebe ich jetzt die App, also this, und dann mache ich Bild. Dann habe ich meine Instanz von diesem Main Component. Und das Main Component, also ne, das ist ja immer noch ein Interface und dieses Interface hat immer noch die gleichen Methoden, wie es hier auch definiert hat. Also es hat diese Login-Controller-Methode. Das heißt, ich kann den Main Component jetzt fragen, gib mir mal den Login-Controller. Und das mache ich jetzt hier. Main Component, Login-Controller. Und die anderen beiden Zeilen sind verschwunden. Ich musste also nur diese paar Klassen hinzufügen. Das muss man auch nur einmal machen. Ne? Also es gibt bei uns in der Anwendung nur einen Einstiegspunkt, das ist der Login-Controller. Und mehr brauchen wir hier nicht. In dem Modul kommen gleich noch ein paar mehr Dinge hinzu. Und ihr müsst halt darauf achten, dass ihr hier in den ganzen Controllern immer diese Inject-Annotations und so benutzt. So, füllen wir das mal aus. Mal gucken, ob das geht. Siehe da, es geht immer noch. Cool. Wir haben dieses gleiche Problem immer noch im Register. Da steht jetzt auch noch, er braucht einen User-Service. Aber auch hier kann ich wieder Inject dran schreiben. Und den muss ich jetzt nicht mal in dem Component hinterlegen. Wie gesagt, in dem Component brauchen wir nur unsere Einstiegspunkte, nur unser Login. Jetzt wird es aber noch mal ein bisschen komplizierter. Und zwar, in dem Login-Controller möchte ich ja hier unten jetzt nicht schreiben New Register Controller, wegen diesem User-Service. Tatsächlich möchte ich diesen User-Service komplett loswerden. Der hat in dem Login nichts zu tun. Der gehört da einfach nicht hin. Der war da nur drin wegen dem Register. Und das will ich ja gerade vermeiden. Deswegen mache ich den jetzt wieder weg. Hier. Jetzt sagt er mir, hier gibt es Probleme. Dieses Problem hier ist in der generierten Klasse von dem Dagger, weil der genau hier diesen Konstruktor tatsächlich aufruft. Da hat er so einen Konstruktoraufruf generiert. Wir probieren das gleich mal trotzdem auszuführen. Wenn es nicht geht, zeige ich euch, wie man das löst. Also das ist jetzt hier weg. Hier können wir natürlich jetzt einen New Register Controller machen. Wir brauchen hier jetzt was anderes. Wir brauchen jetzt hier einen Provider. Was ist das denn jetzt schon wieder? Immer wenn ihr hier sowas hinschreibt, wie mein Login Controller braucht einen Login Service, dann wird dieses Dagger euch einen Login-Service anlegen und dem Konstruktor übergeben. Und der existiert dann schon. Ihr lauft dabei in Probleme, wenn man so zyklische Abhängigkeiten hat. Ich zeige euch gleich, an welcher Stelle das auftritt. Wenn ich nämlich jetzt hier Register-Controller hinschreibe, dann sage ich jetzt dem Dagger, immer wenn ich einen Login-Controller habe, dann möchte ich schon direkt einen Register-Controller bekommen. Hier mache ich jetzt wieder... Warum gibt es das nicht mehr? Weil hier ein Komma gefehlt hat. So. Hier kann ich jetzt sagen, ja, der Register Controller ist halt mein Register Controller. Mhm. Gut, vielleicht funktioniert das auch. Mal ausprobieren. Er hat das Problem automatisch gelöst in der generierten Datei und ich konnte es jetzt starten. Ich kann jetzt immer noch diese Geschichte hier machen. Geht nach wie vor. Habe ich dabei jetzt irgendwas gewonnen? Naja, der User-Service ist weg. Dafür ist jetzt hier ein Register-Controller aufgetaucht. Weiß ich nicht. So super nützlich ist das im Moment noch nicht. Aber wenn dieser Register-Controller hier noch 5 andere Services aus irgendwelchen Gründen braucht, dann habe ich 5 andere Services, die vorher hier hätten stehen müssen, habe ich jetzt durch nur diesen Register-Controller. Weil das ist wirklich das, was der Login-Controller braucht. Der interessiert sich nicht für den User-Service. Der will den Login, den Register-Controller.
Und deswegen macht man das hier so. Jetzt kriege ich aber ein Riesenproblem, wenn ich hier mir denke, oh, das gleiche kann ich ja in die andere Richtung auch machen. Ich würde gerne dann doch jetzt dieses Feature implementieren, dass der Register Controller das Login irgendwie macht. Ich implementiere das jetzt nicht wirklich. Ich mache das einfach mal in den Konstruktor, um euch den Error zu zeigen. Wenn ich das jetzt nämlich ausführe, dann gibt es hier diesen Error von Dagger. Hier sieht man das so ein bisschen. Dagger/Dependency-Cycle. Ich habe jetzt eine zyklische Abhängigkeit erzeugt. Und das passiert immer dann, wenn ihr so, ja, wenn ihr so, der eine Controller geht zu dem anderen hin und wenn man backdrückt, landet man wieder bei dem vorherigen. Das wird ganz oft passieren. Hier bei dem Login und Register, glaube ich, habt ihr alle in euren Wireframes immer einen Back-Button. Und damit ihr den implementieren könnt, müsst ihr das anders machen. Deswegen haben sich die Dagger-Götter gedacht, wir nehmen jetzt mal hier, geben wir denen jetzt mal eine neue Klasse. Und die nennen wir Provider. Provider. Das ist eine generische Klasse. Und ja, den lassen wir jetzt einfach mal so. Provider. Da gibt man dann an, also in den generischen Klammern steht, was will man eigentlich wirklich haben. Jetzt ist das kein Login-Controller mehr, sondern das ist ein Objekt, von dem ich mir einen Login-Controller geben lassen kann, indem ich schreibe Login-Controller.get. Wenn ich das mache, wird mir wieder ein Login-Controller angelegt, inklusive dessen Dependencies. Guter Stil ist jetzt hier, auch in dem Login kein Register anzulegen, sondern hier auch einen Provider zu benutzen. Provider. So, hier, das muss ich natürlich auch wieder anpassen. Und hier sieht man jetzt auch nochmal den Aufruf. Hier mache ich jetzt .get. In dem Moment wird ein neuer Register-Controller angelegt, inklusive den Dependencies, die der so voraussetzt. Funktioniert das immer noch? Ich hoffe es doch. Super. Okay, Provider. Das funktioniert auch mehrmals. Also man kann auch dieses Provider.get kann man mehrmals aufrufen. Das kann man zum Beispiel benutzen, wenn man mehrere Controller für so eine Liste braucht. Also so irgendwie mehrere Elemente in der Liste anzeigen will. Jedes Element davon braucht einen Controller. Dann kann man fünfmal .get aufrufen. Dann kriegt man fünf verschiedene Controller-Objekte und kann die in eine Liste packen und dort weiterverwenden. Zeige ich jetzt nicht, aber ich denke, das Prinzip sollte klar sein. Okay, erstmal kurz Fragen dazu, bevor ich jetzt zum nächsten Thema springe. Okay, ja, dann haben ja scheinbar alle Dagger bis ins Tiefste verstanden. Die Doku nochmal, falls ihr da irgendwas nachgucken wollt, dagger.dev ist auch in dem Technologie-Trickkiste. Hier steht eigentlich unter User Documentation alles drin, was ich euch gerade erzählt habe, nur in lang und in langweilig. Es gibt hier auch ganz viele Möglichkeiten, wie man irgendwelche anderen Werte noch mit da reingeben kann. Das brauchen wir alles nicht. Wir wollen eigentlich nur das, was ich euch gerade gezeigt habe und mehr. Da hört es dann eigentlich auch schon auf. Später machen wir noch Testing damit. Das ist aber heute nicht mehr dran, weil das auch so mittelschwer kompliziert ist. Aber da ist halt auch alles nochmal beschrieben, wie das funktioniert hier in der Doku. So, jetzt committe ich das schön. Jetzt habe ich ganz schön viel geändert. Login. Ne, ich schreibe einfach mal Dagger. So. Okay. Jetzt geht es nämlich sofort weiter zur nächsten coolen Library, die ich euch zeigen will. Und das ist nicht Dagger, sondern Retrofit. Retrofit ist für Serverkommunikation gedacht. Und weil auch schon viele sich gewünscht haben, dass wir das heute endlich machen, damit ihr endlich anfangen könnt zu programmieren und richtig tolle Anwendungen schreiben könnt, die nicht nur aus UIs bestehen, machen wir heute noch Serverkommunikation. Retrofit ist an sich eigentlich gar nicht kompliziert. Das ist eigentlich nur so eine Art HTTP-Client, so ähnlich wie Unirest, was ihr schon benutzt habt, oder OKHTTP, oder in Java selber gibt es auch nochmal einen HTTP-Client. Aber wir nehmen Retrofit, weil das so cool ist, weil das eigentlich uns viel, viel Arbeit abnimmt und sogar noch ziemlich gut zum Testen ist. Ich weiß nicht, ob es schon gesagt wurde, aber ihr sollt bei euren Tests, oder das werdet ihr selber merken, ihr könnt bei euren Tests nicht gegen den Server arbeiten. Dieser Server hat ein Rate Limit, der
wird euch nach ein paar Anfragen schon sagen, nee, hier, du spammst mich voll, hör auf damit, ich blockiere jetzt mal deine Anfragen. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir machen diese Tests, die sollen möglichst schnell laufen. Wenn ihr da die Tests immer warten lasst, sodass ihr nicht in das Rate Limit reinlauft, dann lauft ihr stattdessen in den Timeout rein. Und beide diese Constraints sind nur dafür gedacht, damit ihr eben nicht mit dem Server redet, sondern euch vernünftig damit auseinandersetzt, wie kann ich den Server in meinen Tests vermeiden. Wie das genau geht, zeige ich dann nächstes Mal. Aber jetzt erstmal Retrofit. Da brauchen wir auch wieder eine Dependency für. Und zwar die mit dem Namen Retrofit. Ja, und das ist irgendwie auch nicht nur eine, sondern das sind vielleicht mal ganz schön fünf oder so, aber die brauchen wir alle. Vielleicht auch erstmal nur drei. So. Also. Das mache ich mal hier hin. Retrofit. Das ist nur eine ganz normale Library. Das macht nichts irgendwie mit Annotation Processing oder so, zumindest nicht zur Compile-Zeit, sondern zur Laufzeit. Deswegen braucht man hier nur diese drei Dependencies. Retrofit, also die Library selber. JSON ist eine Library, die euch das abnimmt, dass ihr JSON und Objekte ineinander konvertieren müsst. Das ist einfach viel zu aufwendig, wenn ihr schon mal die Doku angeguckt habt. Hier unten stehen ja die ganzen DTOs und Objekte, die euch so erwarten. Und wenn ihr für jedes einzelne davon so einen JSON-Convert machen müsst, in beide Richtungen, da tippt ihr euch die Finger blutig und wund. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist auch einfach nur Zeitverschwendung und unnötig. Ihr könnt das mit JSON machen. Das konvertiert das für euch. Und außerdem, weil das so zwei coole Sachen sind, jetzt kommt auch wieder das Wort integrieren, die sind miteinander integriert und funktionieren gut zusammen. Die Dependencies haben wir. Jetzt, wo wir bei den Dependencies sind, brauchen wir auch wieder Dependencies, nämlich die Dagger-Dependencies. Wir wollen das Ganze ja auch damit verknüpfen. Und zwar müssen wir dafür in das Modul jetzt mal endlich gehen. Dieses Modul ist nämlich dafür da, Dinge anzulegen, die man nicht einfach so injecten kann. Und da gehören zum Beispiel die Sachen dazu, die Retrofit uns anbietet. Das kopiere ich mir natürlich wieder ganz dreist. Erstmal brauchen wir einen Mapper. Ein Mapper kommt nicht von Retrofit, sondern von JSON. Ich mache wieder das hier, damit ich die auch importieren kann. Und ein Mapper ist ein Objekt, in dem ich definiere, wie konvertiere ich eigentlich Objekte von Java zu JSON. Da gibt es Regeln für, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Randfälle betrachten kann. Die sind hier mit diesen sogenannten Features einstellbar. Und ich habe jetzt mal hier zwei genommen. Accept Single Value as Array. Das bedeutet, der kann automatisch von einem JSON irgendeinen einzelnen Wert nehmen und den in einem Objekt in eine Liste reinpacken. Oder Fail on Unknown Properties. Wenn in einem JSON irgendwelche Sachen drin stehen, dann gibt es einen Error, das habe ich aber disabled und deswegen gibt es diesen Error nicht, das wäre standardmäßig an. Das hat einfach nur Gründe, dass euer Client besser mit meinem Server kompatibel ist. Da werden in den kommenden Releases bei verschiedenen Objekten neue Properties hinzugefügt und wenn ihr das hier zum Beispiel nicht habt, diese Zeile, dann kriegt ihr dann eine Exception und euer Client ist nicht mehr kompatibel. So, dann will ich hier noch diese Inclusion, das bedeutet einfach nur, welche Properties werden genommen. Also non-absent bedeutet alle, die nicht null sind. Könnt ihr einfach so übernehmen, muss jetzt nicht genauer erklärt werden, kann man sich dann auch mal durchlesen. So, dann brauche ich den Client noch nicht, sondern hier das Retrofit. Retrofit selber hat eine Klasse, die heißt auch so, und die legt man mit einem Builder an. Und da übergibt man so ein paar Dinge, zum Beispiel eine Base-URL. Das ist die, bei mir ist das eine Umgebungsvariable, ich kann das auch mal einfach ausschreiben. Das wäre zum Beispiel hier pioneers.niks.de apv1. So wäre das. Das kann man auch in so eine Constance-Klasse machen, ist mir jetzt egal, passt jetzt so, ist in Ordnung. So, den OK-HTTP-Client, den will ich noch nicht, das brauchen wir später. Damit jetzt dieser Mapper auch benutzt wird von JSON, brauche ich hier diese Converter Factory. Könnt ihr einfach so übernehmen, dass man das halt miteinander verbindet.
Und den hier will ich auch noch auf gar keinen Fall benutzen, den brauchen wir später noch. So, jetzt sagt er hier ganz viele Warnings, oh nee, never used, eigentlich ist die, das stimmt schon, die werde ich nie explizit aufrufen, die ist für die Dependence Injection, deswegen mache ich hier Suppress Unused Warning, if annotated by, oh, das ist eigentlich cool. Warum nicht? Lassen wir einfach so. Dann brauchen wir jetzt die API-Services. Und hier kommt jetzt so richtig schön ins Spiel, wie eigentlich, wofür eigentlich Retrofit da ist. Die mache ich jetzt mal, mache ich die jetzt hier rein? Nee, die mache ich in ein neues Package. New Class REST.User API Service. Diese Services sind immer ein Interface, weil die Implementierung davon von Retrofit bereitgestellt wird. Ich muss hier nur hinschreiben, was will ich eigentlich von dem? Was will ich denn eigentlich von den Users? Ah, zum Beispiel, um Register zu implementieren, brauche ich den Endpunkt namens PostUsers. Okay, jetzt schreibe ich hier hin, addPost von Retrofit. Hier schreibe ich rein, wie der Endpunkt heißt. Hier steht jetzt noch APV1 davor. Das steht bei uns aber schon in dieser Base-URL. Übrigens muss hier immer ein Slash dahinter sein, sonst gibt es einen Error. Den will, da will ich nicht reinlaufen, deswegen mache ich das jetzt. Hier schreibt man jetzt nur den Rest davon rein, also den Rest von diesem einen Punkt, Users. Dann hat man hier eine Methode, die gibt einen Call zurück von Retrofit. Was gibt uns dieser Call? Der gibt uns eigentlich einen User. Die Klasse lege ich gleich noch an. Und jetzt kann ich der Methode irgendeinen Namen geben, so werde ich die dann später benutzen. Für Retrofit ist das völlig egal, wie die heißt. Da kann ich mir irgendwas ausdenken. Ich nenne sie jetzt FindAll. Das klingt cool. Brauche ich da noch irgendwas? Wo ist meine Lustmusterlösung? Nee. Das war's schon. Wieso habe ich FindAll? Das ist ja Post. Create soll die heißen. Außerdem möchte ich da einen Body übergeben. Auch von Retrofit wieder. Und in dem Body, das ist jetzt hier zu finden. Request Body steht ja hier bei Swagger schon. Hier ist auch definiert, wie der aufgebaut ist. Name, Avatar und Passwort. Teilweise mit irgendwelchen Beschränkungen. Aber das Schema dazu heißt createUser.to und das übernehme ich jetzt auch so. Ich kopiere mir. Nee, da habe ich zu viel Unsinn. Ich kopiere mir mal den Namen. So. Jetzt brauche ich ein neues Package, eine neue Klasse. Hallo? Hier, Java Class. Und zwar, ich habe keine Records. Mist. Da muss ich nochmal in die Einstellung gehen. Wie gesagt, wir benutzen Java 17. Tatsächlich, das, was ich euch jetzt zeige, habe ich letztes Mal vergessen. Deswegen ist es ganz gut, dass ich jetzt genau da reinlaufe. Ich gehe hier auf File Project Structure. Und hier stellt man ein, welches JDK man benutzt. Wir wollen für dieses Projekt Java 17 benutzen. Das wähle ich einfach aus. Hier nimmt man am besten immer SDK Default. Dann nimmt er das Richtige schon. Und falls man das noch nicht installiert hat, kann man hier so Download machen und alles. Dann gibt es hier noch so ein Pop-up. Hier gibt es dann OpenJDK und ganz viel anderen Kram. Nehmt am besten OpenJDK, dann habt ihr alles, was ihr braucht. So, okay. Jetzt kann ich nämlich hoffentlich hier das machen, was ich eben wollte. Nämlich ein Record anlegen. Create User DTO. In dem Package DTO. Ein Record ist deswegen so cool, weil ich da direkt reinschreiben kann, was hat das eigentlich für Properties, was für Felder und es werden mir automatisch Zugriffsmethoden generiert. Das ist ein neues Java-Feature von Java, keine Ahnung, 12, auf jeden Fall ist es in 17 jetzt drin und wir benutzen das. Was braucht jetzt dieser User, dieses CreateUserDTO? Einen Name, den Avatar, schenke ich mir jetzt mal und das Passwort. Okay. Ihr müsst hier nicht alles angeben, ne? nur das, was ihr wirklich braucht und was hier wirklich required ist. Mit diesem roten Stern steht immer markiert, welche Properties müssen da drin stehen in der Anfrage und welche können fehlen. Diese zwei müssen hier dabei sein. So, mein Body ist jetzt ein createUserDTO und das ist nicht einfach DTO. Auch hier ist wieder egal, wie der Parametername heißt. Ist wurscht. User brauche ich auch noch. User ist jetzt aber kein DTO mehr für mich. User ist jetzt ein richtiges, ein
eigentlich eine Ressource, man kann es auch Entity nennen. Viele nennen das tatsächlich Entity. Ich nenne das jetzt einfach mal Model. Model.User. Aber auch wieder Record. Weil kein Foolib, keine referenzielle Integrität. Wir brauchen nur die Informationen, die da drin stehen, die uns hier in der User Response angegeben sind. Der hat eine ID, der hat einen Namen, der hat einen Status. Und manchmal vielleicht einen Avatar. Status. Ah, können wir hier mal Enums machen? Hm. Nee, muss nicht. Und einen Avatar. Sachen, die hier, also bei lesenden Operationen, zum Beispiel bei diesen User-Sachen, ne, die haben immer eine ID. Und da ist es tatsächlich egal, ob ich jetzt dieses Avatar mit dazu schreibe oder nicht. Und selbst wenn der mir vom Server nicht geschickt wird, also dass das hier als nicht required angegeben ist, ohne den roten Punkt, bedeutet, manche User haben einen Avatar, manche haben einfach keinen. Also das steht einfach nicht drin in dem Ergebnis. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen mit diesem Endpunkt. Da gibt es einfach welche, die keinen Avatar haben. Und dieser Converter sorgt jetzt einfach nur dafür, wenn es das nicht gibt, dann wird das Avatar hier halt null sein. Das geht in Java problemlos und das machen wir uns zunutze. So, jetzt habe ich die User, das User-Record, hier kann ich das importieren. Und damit bin ich fertig. Damit habe ich jetzt diesen ganzen Endpunkt übersetzt zu Retrofit, sodass ich ihn benutzen kann. Eine weitere Sache muss ich jetzt noch machen, nämlich in dem Main-Modul muss ich definieren, wie bekommt man einen User-API-Service. Den kann man nicht injecten. Ich kann hier nicht mal einen Konstruktor anlegen, wo ich inject dran schreiben könnte, weil es ist ja ein Interface. Deswegen muss ich hier auch nochmal so einen Provides machen. Und zwar einen User-API-Service. Das heißt, es ist egal. Und damit ich den anlegen kann, brauche ich einen Retrofit. Ihr müsst euch das so vorstellen, diese Provides-Methode, das ist sowas wie der Ersatz für den Konstruktor mit Inject. Die Parameter, die ihr hier übergebt, sind die Sachen, die die Dependencies darstellen. Und der Rückgabetyp ist halt die Klasse, die ihr anlegen wollt. Und hier kann ich jetzt sagen, return retrofit create user API service. Das ist einfach die Art und Weise, wie man mit Retrofit diese Instanzen oder Implementierung von diesem Interface anlegt. Das müsst ihr für jede Art von API-Service wiederholen, ist aber immer nur eine Zeile. Das sind ja nur irgendwie 5 Stück oder so. Jetzt möchte ich diesen, wo ist eigentlich, hier ist unser User-Service. Hier möchte ich den jetzt benutzen. User-API-Service. Jetzt ist auch wieder wichtig, warum mache ich das jetzt hier in diesen User-Service rein? Warum gibt es überhaupt 2 Services, wo man User mit bearbeitet? Das hatte den einfachen Grund, dass wir auch hier wieder, so wie wir die Oberfläche von der Business Logic getrennt haben, trennen wir jetzt auch wieder die Business Logic von der Datenlogik, also von der Art und Weise, wie wir uns unsere Daten holen. Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich kann ich das besser testen. Das sehen wir dann auch später. Jetzt will ich nämlich hier mal eine richtige Implementierung machen. Hier sage ich jetzt, erstmal muss ich hier wieder das binden. So. Hier sage ich jetzt, wenn jemand Register macht, dann möchte ich gerne User API Service create machen. Das ist so ein Ding von der Server-Doku, ne? Also registrieren ist in diesem Server einfach nur User erstellen. Jetzt brauche ich einen create user DTO. Das mache ich mir mit new. Und hier sind jetzt auch die richtigen Parameter aufgetaucht, nämlich die ich auch hier schon hingeschrieben hatte in dem Record. So funktionieren die halt. Und hier muss ich jetzt Username und Passwort übergeben. Damit habe ich jetzt aber noch nichts gewonnen. Damit habe ich jetzt schon mal so ein bisschen angeteasert, dass ich einen HTTP-Call machen will, aber ich habe den noch nicht richtig durchgeführt. Um das zu tun, vor allem habe ich davon noch kein Ergebnis bekommen. Um das zu tun, mache ich jetzt execute und dann body. Dieses execute führt diese Anfrage sofort aus, und zwar auf dem gleichen Thread, wo ich hier gerade bin. Heißt, eigentlich auf dem UI-Thread. Das ist kacke. Das bedeutet nämlich, dass, wenn ihr diese Anfrage losschickt und der Server gerade ein bisschen langsam ist, dann hängt sich so lange eure Oberfläche auf, bis das zu Ende ist. Und bis der geantwortet hat. Außerdem will ich das jetzt hier in eine Variable machen. User.
damit ich die dann mal ausgeben kann. User. Zum Testen machen wir das jetzt mal so. Gleich machen wir das, also das ist jetzt synchron. In PM habt ihr gelernt, was sind synchrone und asynchrone HTTP-Calls. Wir haben die, glaube ich, immer synchron gemacht, also auf dem gleichen Thread. In Zukunft machen wir sie asynchron. So, jetzt probieren wir das einfach mal aus. Jetzt tut er wieder Dinge. Dieses Stagger muss natürlich jetzt erstmal gucken, okay, wir haben jetzt hier noch einen Retrofit reingeholt, das muss jetzt wieder injected werden. Aber sobald da der Code generiert wurde, geht das auch sofort. Jetzt mache ich Register. Und jetzt könnte ich mal einen User anlegen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. Wir denken uns jetzt mal irgendwas aus. VL-Test. Der kriegt jetzt ein super sicheres Passwort. Was übrigens zu kurz ist. Und wenn ich jetzt Register mache, das hat man jetzt schon so ein bisschen gemerkt. Dieser Button, der hat so eine Animation, wenn man da drauf drückt, wird er erst so eingedrückt und geht dann wieder raus. Aber bei mir war das jetzt so, der wurde eingedrückt, ist ganz kurz da so geblieben und ist dann wieder so geworden, wie er jetzt aussieht. Vielleicht habt ihr das, das ging jetzt ganz schön schnell, weil der Server relativ schnell antwortet jetzt im Vergleich. Aber wenn der mal so 2 Sekunden braucht, merkt man das extrem in der Oberfläche. Hier sieht man jetzt auf jeden Fall, dieser User wurde angelegt, der hat mir jetzt eine ID gegeben und hier steht der Name. Avatar ist null, wie gesagt, ich habe den ohne einen Avatar angelegt, deswegen ist der null. Und wenn ich jetzt hier hingehe, da müsste ich mich jetzt anmelden, egal, also hier könnte ich jetzt das auch einfügen und dann könnt ihr sehen, dass ich den hier angelegt habe. Wenn ich das jetzt nochmal mache, können wir mal gucken, was dann passiert mit den gleichen Credentials. Jetzt kam hier null zurück. Das liegt daran, dass der Server mir hier einen Error gegeben hat. Den kann ich mir auch mal angucken, indem ich hier von diesem Execute so die Response nehme. Response.ErrorBody ist interessant. Den können wir ja mal angucken. Ja, das wird vielleicht Exception werfen. Und der Statuscode ist vielleicht auch interessant. Code. Dann gucken wir uns zuerst an. Sicher habt ihr gesehen, in der Server-Doku stehen ganz viele verschiedene Statuscodes, wenn irgendwas schief geht. Ihr könnt euch ein bisschen daran orientieren. Ansonsten steht in diesem Error-Body auch drin, was schief gegangen ist. Wie hieß denn der jetzt gerade? VL-Test, ne? Ich kann das auch mal mit einem Passwort ausprobieren, was zu kurz ist. Jetzt ist nämlich hier ein anderer Error. Hier steht jetzt Status 400, Status Code. Der steht hier nochmal wiederholt in dem Body drin. Und hier steht Passwort must be at least 8 characters. Das ist von dem Server angegeben. Also der Server entscheidet das. Und hier auch Bad Request. Deswegen 400. Lernt die HTTP-Status Codes alle auswendig. Müsst ihr alle im Schlaf hintereinander aufsagen können. Sowohl nach Status Code sortiert als auch alphabetisch. Das hilft euch vielleicht. Wenn ich das jetzt mal richtig mache, mit einem Passwort, das lang genug ist, so, dann sagt er mir 409, Username already taken. Also offensichtlich, mein Registrierungsformular funktioniert so semi-gut. Ich kann, zumindest sehe ich in der Konsole, wenn ich was falsch gemacht habe. Ich könnte natürlich dieses Error-Label auch benutzen, um da den Error anzuzeigen. Aber im Moment geht das noch nicht, weil ich da nicht dran komme. Okay. Das machen wir mal wieder weg. Wir wollen jetzt das asynchron machen. Vielleicht machen wir das asynchrone mal im Login. Den müssen wir auch mal implementieren. Also auch wieder hier das gleiche. Wir brauchen einen Auf-API-Service. Der macht Post auf Login. Der gibt uns ein, wie heißt das Ding? Eine Login-Response oder so zurück. Login-Result. Der ist jetzt auch wichtig, weil da steht das Access-Token und das Refresh-Token drin und das brauchen wir dann auch noch. So, hier Login-Result. Login. Der Body ist ein Login, Login, DTO,
Und auch diese beiden Records muss ich jetzt anlegen. Also auch wieder hier. Also beides kein Modul. Login Visa. Ah, die kopiere ich mir jetzt einfach. Das geht mir. Dauert mir zu lange. So. Da sind so Login DTO, hat Name und Passwort. Login Result hat für uns relevant im Moment nur ID, Name und Access Token. Die anderen Dinge habe ich ignoriert, weil ich die nicht brauche für die Demo. Portieren. Immer den richtigen, ne? Immer von Retrofit, nicht von OKHTTP. So, in dem Modul brauche ich jetzt auch wieder diese Methode, die mir das anlegt. Die heißt so. Und auch das muss ich wieder importieren. Das ist nervig, muss man aber nicht so super oft machen. Ne? Also wenn ihr einmal diese ganzen Sachen angelegt habt, die ganzen API-Service, dann habt ihr die. Und auch hier würde ich jetzt wieder in den Login-Service gehen. Hier sagen, der Login-Service braucht einen Auf-API-Service. Und im Login soll er nichts mehr ausgeben, sondern er soll auf API-Service, was ist denn hier los, auf API-Service, Login mit einem neuen Login-DTO machen, wo Username und Passwort stehen. Jetzt will ich das ja asynchron machen. Man meldet sich an, dann geht irgendwie diese Server-Anfrage raus und sobald die wieder zurück ist, möchte man gerne zurückwechseln in einen anderen Screen. Dafür mache ich jetzt hier NQ und da gebe ich ein Callback zurück. Callbacks sind jetzt hier ganz, ganz nervig eigentlich, weil die immer wieder Kacke zum Schreiben sind. Deswegen werden wir die auch gleich ersetzen. Ich zeige das jetzt nur mal, wie man das machen könnte. Aber ich habe mir ja vorhin noch eine andere Dependency geholt und die benutzen wir gleich. Hier würde man jetzt eben irgendwie das so mit so einer blöden, anonymen inneren Klasse machen. Voll nervig, nimmt tausend eingerückte Ebenen hier und so. Kann ich nicht leiden, aber müssen jetzt mitleben. Hier steht jetzt die Response. Da kann ich auch wieder dieses Body und Error Body machen. Ganz wichtig, ich kann in dieser Methode Login, kann ich die Response nicht zurückgeben. Ich würde jetzt hier zum Beispiel, könnte man sich vorstellen, ich würde jetzt hier gerne Login Result, würde ich gerne zurückgeben. Das geht aber nicht, weil das ist ja asynchron. Wenn ich hier jetzt sage, return response.body, könnte man denken, das funktioniert ja, tut es aber nicht, weil ich bin ja in dieser Methode hier. Und die kann überhaupt gar nichts zurückgeben, weil die void ist. Es gibt auch keine Möglichkeit, hier an diese Response zu kommen. Selbst wenn ich mir jetzt denke, ich schreibe jetzt hier, oh, ich mache mir jetzt hier eine Variable, so, und dann schreibe ich die irgendwie hier rein. Das geht schon mal erstens gar nicht, weil Java dann sagt, dass das nicht geht von der inneren Klasse. Okay, cool, scheiße. Was machen wir jetzt? Die Hoffnung wäre ja gewesen, dass ich dann hier return result machen kann. Das geht aber rein zeitlich überhaupt gar nicht. Weil dieses NQ, dadurch, dass das asynchron ist, wird das ausgeführt und dann springt er sofort in die nächste Zeile. Und dann ist natürlich das immer noch null. Der hat überhaupt gar nicht die Möglichkeit abzuwarten, bis das Ergebnis ankommt, weil es ja asynchron ist. Das heißt, wir müssen hier an der Stelle irgendwie dieses Ergebnis auf andere Weise zurückgeben. Und zwar nicht synchron, nicht mit Return, sondern zum Beispiel mit einem Callback. Zum Beispiel hier mit so einem Consumer. Login Result. Und dann würde man hier, wie heißt der? Callback. Das kann man löschen. Little Warning. Callback. .accept. So. So könnte man das machen. Mit einem Callback. Jetzt fehlt hier natürlich noch der Error-Händler. Egal. Ja, hier. T.stacktrace. Jetzt steht hier schon Related Problem. Natürlich ist da ein Parameter dazu gekommen, muss ich irgendwie jetzt umsetzen. Hier würde ich jetzt das Result, an das Result kommen, halt auch wieder asynchron. Das ist jetzt in dem Lambda-Ausdruck verfügbar, hier unten aber nicht mehr. Ne? Rein zeitlich funktioniert das nicht, weil auch hier wieder erst das Login ausgeführt wird, dann im Hintergrund diese Anfrage losgeschickt wird und irgendwann kommt man wieder hier an. So, jetzt gucke ich mal kurz, wie weit wir heute sind.
Im Chat. Im Chat steht was? Was macht er Kolbeck, dass es damit geht? ja, wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann, das ist einfach nur die Art und Weise, wie dieses Retrofit funktioniert. Die haben einfach sich gedacht, wir machen jetzt hier dieses NQ und hier steht schon asynchronously send the request. Das ist halt einfach so gedacht. Und das wird auch dann hier irgendwann irgendwo aufgerufen. Tatsächlich muss man hier auch wieder aufpassen. Ich weiß nicht, auf welchem Thread dann dieser Aufruf passiert. In Java muss man ja immer aufpassen, in welchem Thread ist man, vor allem in JavaFX. Deswegen würde man hier zur Sicherheit sogar nochmal sagen, Plattform and later. Und dann hier noch einen Lambda-Ausdruck reinmachen. Und hier drinne kann man jetzt ganz sicher dieses Ergebnis benutzen. Ich werde jetzt mal, wo sind wir hier eigentlich im Login-Controller? Das ist ja blöd. Hier habe ich jetzt nämlich gar keinen Zugriff auf diese ganzen coolen, diese Inputs und so. Da muss man jetzt echt überlegen, also was will man jetzt hier? Ich könnte jetzt zum Beispiel überlegen, ich mache jetzt hier noch den, das Username-Label dazu. Sagt er mir, hier ist ein Parameter zu viel, gut, machen wir noch dann hinzu. Und jetzt könnte ich hier in diesem OneLater zum Beispiel sagen, Username-Label.set Text Hello Result.Name. Das ist jetzt nur zum Zeigen, ne? Also das macht keinen Sinn, dass man, wenn man Login gedrückt hat, dass sich dann das eine Label ändert. Ich will euch nur demonstrieren, dass das dann hoffentlich jetzt funktioniert. Dafür haben wir das zugemacht. Im Laufe der Zeit werde ich die Anwendung noch mal ein bisschen umbauen, sodass dann man dann auch nochmal auf den anderen Bildschirm kommt, also den Lobby-Screen, und da sieht man das dann auch nochmal. So, jetzt steht hier Hello String. Also das Login hat offensichtlich funktioniert, das Label wurde geändert und da steht jetzt nochmal mein Text drin. Ich könnte das ja jetzt auch erschummelt haben, ich zeige euch nochmal die ID, wie die dann aussieht, dass auch jeder sicher sein kann, dass dieser Login auch wirklich geklappt hat. Ja, weil das Textfeld hätte ich... Also den Namen hätte ich ja auch aus dem Textfeld bekommen können. So, jetzt hier die ID. Also die Anfrage ging an den Server und kam wieder zurück. Das Login hat geklappt. Und außerdem habe ich hier sogar noch ein Access-Token bekommen. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr heute zu benutzen. Macht auch nichts. Ihr wisst jetzt, wie man HTTP-Anfragen verschickt. Und wie man dann mit dem Ergebnis weiterarbeitet, zeige ich nächstes Mal. Man könnte jetzt meinen, irgendwie mit einem Static oder so, macht das bloß nicht, ist blöd. Machen wir nochmal in ordentlich. Am Freitag. Hat jetzt noch irgendjemand Fragen? Es fragt nie jemand was, ne? Das ist auch sehr interessant. Also komischerweise werden dann immer die ganzen Fragen an die Betreuer gestellt in den Teamtreffen, aber irgendwie nicht an mich in der Vorlesung und auch irgendwie sonst nicht an mich. Das ist voll traurig. Also nein, Spaß, schreibt mir nicht so viele Nachrichten. Ihr habt das ja scheinbar alle verstanden, also gehe ich mal stark davon aus, dass ihr das alles benutzen könnt, und dann freue ich mich auf die Berichte am nächsten Dienstag und Montag von den Betreuern, die mir erzählen, wie toll ihr das alles umgesetzt habt. Okay, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, machen wir heute mal pünktlich Schluss und dann sehen wir uns am Freitag. Tschüss!